Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer Spezialfolge Let's Stream Minecraft. Der große Rückblick. Morgen folgt auf YouTube jedenfalls die 300. Folge von Let's Stream Minecraft. Und zu diesem historischen Moment möchten wir ein kleines Spezial machen und uns einmal zurückerinnern, was denn alles so passiert ist bis zu diesen 300 Folgen. Und ja, da die 300. nicht so was Spezielles wird, haben uns einmal mal überlegt, können wir doch davor einfach was Spezielles machen und daher jetzt dieser kleine, schöne Rückblick. Und vor allem mit Leuten, die auch schon lange mit dabei sind bei diesem Projekt, bei Let's Stream Minecraft. Und der längste, der von diesen Leuten schon dabei ist, der jetzt hinter mir steht, das ist ein ganzer Knödel aus Leuten, das ist der Spargelragel79. Spargel tritt hervor. Moin. Hallihallo, Hallöchen. Hallöchen, Spargel. Na, alles klar? Na, ja. Ja, Spargel, Und selbst? seit welcher Folge bist du denn schon dabei? Weißt du das? boah, nein, Stinskinder, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. So 5, 6 oder so? 5, 6, da liegst du noch daneben. Du Knapp weißt ja daneben noch, wie die 4. Folge heißt, oder? Die Folge hieß der Flotte Dreier. Flotter Dreier. Und das war die Ja. Nummer 14, Folge 14. Seit Folge 14 ist Spargel mit 14 so? dabei. Oh, echt? Kam mit Yannick dann ins Spiel sozusagen. Ja, richtig. Folge 14. Meine Güte. Wer ist denn am zweitlängsten mit dabei, Spargel? Weißt du das? Am zweitlängsten ist der JR, glaube ich. Jaya, komm aus dem Nee, Knödel D. raus. No. Jaya, weißt du denn, welche Folge deine erste war? Ich habe mich vorhin noch schlau gemacht und ich denke 51. Ja, Folge 51. Jaya und Livestream heißt die Folge. Warst das erste Mal mit dabei? Wie geht's dir, Jaya? Alles top, alles schön, alles gut, die Sonne scheint, ein wenig kalt da, aber alles top. Okay, du hast leicht Bammus bei mir immer noch. Keine Ahnung, woran das liegt. Ich hoffe, das bessert sich noch im Laufe des Streams. Da haben wir leider keinen Einfluss drauf. Weißt du denn, wer als nächstes nach dir dem Spiel gejoint ist? Als nächstes, ich würde mal sagen, Paul, ich bin mir aber nicht sicher jetzt. Nein, es ist der Blazy! Blazy! Yippie! Moin Blazy! Weißt du denn, Spitzi! welches ist deine erste Folge? Meine erste Folge war 66. Wie hieß sie? Ich weiß nicht. Ich weiß nur, ich war mit Manu das erste Mal auf der Welt. Die Folge, genau, du warst mit Manu Zwei zusammengekommen. Gäste oder irgend sowas. Gäste hieß sie einfach nur. Einfach nur Gäste. Einfach nur Gäste. Okay. Folge 66, Blazy Gäste. Und der andere hat sich in einem Baum versteckt. Der Paul! Ich meine natürlich, huhu. Paul, welche Folge war denn deine erste? Da ich mich wie JR schlau gemacht habe, zur Jubiläumsfolge 100. Ja, richtig. Jubiläumsfolge 100, seitdem bist du dabei. Und. Schon 200 Folgen. Ja, Ja, zieh dir mal rein. zieh dir das mal rein. Wahnsinn. Ja, alle waren ja nicht immer bei jedem Stream dabei, aber so ungefähr, ja, seit 200 Folgen mit dabei. Und ich bin gerade ziemlich verwirrt, denn mein Twitch sagt mir, ich bin offline. Das ist Seht nicht ihr schön. das genauso? Hat Nicht irgendwie von schön. euch. Ich habe gerade Werbung. Ach, jetzt Ich läuft muss mal er. Jetzt anmachen. ist er angegangen. Ganz merkwürdig. Jetzt aber erst. Ziemlich spät. Eulaf habe ich. Eulav. Also bei mir läuft er Eulaf, jetzt. Eulaf. Ja, er läuft ja. Ja, jetzt aber erst, komischerweise. Gut. Jemand Freut hat da mich, Musik dass an. Bock ist. Ja, Entschuldigung, es war Werbung. Ja, und wir Okay. fünf Banausen werden uns heute mal hier ein bisschen durch die Welt schleichen und uns mal alles nochmal angucken. Ein bisschen die letzten halt 300 Folgen sozusagen Revue passieren und zurückerinnern. Was ist so passiert, an was können wir uns noch so erinnern? Was ist im Kopf hängen geblieben? Und alles hat eigentlich hier an diesem Punkt angefangen, wo ich jetzt stehe. Das ist mein Spawnpunkt. Ich habe vorhin nochmal extra in der ersten Folge nachgeguckt. Ungefähr hier so bin ich gespawnt. Da habe ich das erste Mal habe ich hier hingeguckt und habe mich dann hier rüber gedreht. Und dann sieht man diesen Hügel auf jeden Fall. Das erste, was ich erstmal gemacht habe, bin erstmal nach hier vorne gerannt und habe hier erstmal einen Baum abgeholzt. Das ist jetzt das, was ich nochmal recherchiert habe im Vorhinein. Historisch! Hier wurde irgendwo der erste Block abgebaut, hier in diesem Bereich. Und hier bin ich gespawnt. Ganz alleine angefangen. 14 Folgen habe ich mich alleine hier erstmal durchgequält. Ich habe vorher noch nie was aufgenommen. Noch nie irgendwie gestreamt, noch nie irgendwie Let's Plays gemacht. Hab mir denn damals eigentlich nur gedacht, komm, machst du mal. Weil wir mal diese Let's Stream-Welt hatten.
Oder Let's Show Welt, besser gesagt, mit Spargel und Yannick. Und wir haben irgendwie nie Erinnerungen dran gehabt. Auf der PlayStation konnte man nicht mal Screenshots machen, gar nichts. Irgendwie hatten wir die Welt, aber keine Erinnerungen mehr dran. Deswegen habe ich gedacht, ach, nimm es mal alles auf einfach. Richtig. Ja, und jetzt mittlerweile sind wir bei Folge 300 fast angekommen. Und das ist schon ziemlich krass. Und wir haben so viel erlebt. Könnt ihr euch noch, habt ihr die erste Folge gesehen? Ja. 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 An was erinnerst du dich noch in der ersten Ja. Folge, Herr Ragel? An was erinnere ich mich? Ich erinnere mich an das Erdloch. Das Erdloch, meine erste Übernachtungsbehausung Deine erste sozusagen. Übernachtungsbehausungsmöglichkeit, Die genau. können wir nachher auf jeden Fall mal suchen. Mal gucken, ob wir das nochmal wiederfinden. So ungefähr weiß ich es noch, aber das Blöde ist jetzt überall der Wald. Und Das ich wird schwierig. glaube, mich daran zu erinnern, dass es zu deinem Spawn-Zeitpunkt gerade Nacht wurde und du dich ziemlich beeilen Nee, musstest. ich hatte Angst, dass es Nee, Nacht es wird. wurde eben Ich, klar gedacht, es ja. wird Nacht. Ich Ach wusste nicht so, genau. okay. Ich habe auch schwer gestellt und wusste nicht, starte ich jetzt im Morgen oder starte ich jetzt am Abend? Ich wusste, war mir nicht sicher, ob es jetzt Nacht wird oder Tag Du wird. hattest ein bisschen Panik. Naja, ich hatte so ein bisschen Panik, ganz allein hier auf der Welt, auf schwer und so. Weil vorher habe ich Ja, Minecraft eigentlich genau. nie auf schwer gespielt. Deswegen war das schon so ein bisschen so, erstmal aufpassen. Genauso wie in der Folge Angst, wo ich ziemlich viel Angst hatte vor dem Zombie-Spawn. Aber das hatte seine Gründe, weil ich hatte irgendwie ein paar Tage vorher mit Spargel auf einer anderen Welt gespielt. Da hatten wir auch einen Zombie-Spawner gefunden, auch schwer. Und die Zombies haben uns da irgendwie elendig tausende Male getötet irgendwie. Oh ja, na, die hatten ja unsere Rüstung an und unsere Schwerter alles. Ja, wir sind nur respawned, hingerannt, uns wieder töten lassen, wieder gerespawnt, wieder hingerannt, wieder gestorben. Daher hatte ich da ein bisschen Angst, wo ich die Monster-Spawner da alleine gefunden habe. Please, du hast die erste Also Folge hast auch du ja. geschaut. Wie bitte? Du hast die erste Folge auch geschaut. Klar, das war original mein allererstes Let's Play, das ich angeguckt habe überhaupt. Krass, Ich habe krass. vorher noch nie Let's Plays geguckt oder überhaupt sowas. Und das, Ja. obwohl es ja Millionen Let's Plays gibt auf YouTube. Das ist schon Ja. eine Leistung. Ja, Ich ja. du Ich bist kann mich da. noch gut erinnern mit deinem Satz irgendwie. Herzlich willkommen bei einem, wie hast du gesagt, bei einem weiteren überflüssigen Let's Play. Ja, Minecraft Let's Player, genau. Genau, dieses Mal mit meiner nervigen Stimme, irgend sowas. Ja, das war schon cool. Ja, weil Minecraft ist ja so ein Projekt, was fast jeder Hans und Franz macht. Und es ist eigentlich auch einfacher zu Let's Playen. Du kannst ja immer weitermachen. Du hast ja unendliche Möglichkeiten. Aber das interessiert auch eigentlich keine Sau. Deswegen sind sie überflüssig eigentlich. Jedes neue Minecraft Let's Play ist fast überflüssig. Natürlich, du findest eigentlich immer so 1, 2, 3, 4 Leute, die das angucken, aber. Trotzdem ist Minecraft Let's Plays, gibt es so viele und da irgendwie hervorzustechen, das ist unmöglich. Gerade durch Gronkh, ja, Ja, der hat ja siehst Minecraft du, und ich sozusagen kannte populär keinen gemacht. einzigen. Ja, krass. Hat dieser Baumgucker denn die erste Folge geguckt? Ja, die hat er geguckt, aber ich wüsste nicht, dass ich mich jetzt noch an spezielle Dinge erinnern könnte, die nicht schon gesagt wurden. Was wollte ich sagen? Paul! Ja. Paul, hast du die erste Folge geguckt? Ja. Seit ich bei Folge 100 dabei bin, habe ich mir die ersten 99 Folgen natürlich auch angeguckt. Aber jetzt speziell an die erste Folge kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, weil es ist doch zu lang her. Es tut mir leid. Kein Problem, ich muss ihnen leid tun. Also ich zwinge ja keiner zu, dass sie die Folgen anguckt. Aber ich habe es vorher, aber ich muss sagen, ich habe es vorher wie Blazy, ich habe vorher auch noch keine Let's Play Minecraft gesehen. Wie gesagt, seit ich ein Teil davon bin. Hört sich ein bisschen schwul an, aber gucke ich mir die doch an. Alles klar. Das war ein blöder Satz jetzt. Nee, alles cool. Scheiße. Alles cool, Paul, alles cool. Schnitt, alles nochmal von vorne. Yukiki, Hallöchen, herzlich willkommen im Stream. Ja, die erste Folge, an was ich mich nur erinnern kann, dass ich irgendwie so angefangen habe, so ganz ruhig zu reden. Das ist Minecraft und hier und da. Ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen sollte, weil wenn du hier so alleine stehst, ja, und dann spielst du eigentlich ein Spiel wie ganz normal vorher auch, aber auf einmal weißt du, irgendjemand wird sich das mal angucken. So, ja, und da musst du irgendwie was sagen. Du kannst da nicht die ganze Zeit durch den Stuhl rumlaufen, sondern musst ja auch irgendwie versuchen, die Leute zu unterhalten. Das war am Anfang ziemlich merkwürdig, mit mir selbst zu sprechen. Gerade am Anfang, ich habe das ja trotzdem schon gestreamt, aber man kriegt ja, wenn du null Follower hast, ist das mega schwer, erstmal Zuschauer überhaupt reinzukriegen. Daher war das am Anfang total, total ungewöhnlich, da mit mir selbst zu quatschen. Mittlerweile ist mir das scheißegal, das läuft noch so nebenbei. Sag ich, was ich will. Ich habe aber am Anfang penibel drauf geachtet, was ich sage. Da war ich ganz verkrampft eigentlich und habe mir genau im Kopf überlegt vorher, was ich sage.
Oh, aber ich denke mal, ich bin da relativ locker geworden. Und der Sieb von der Welt, kennt ihr den noch? Wie der Dave heißt? the Dave. Ja, Dave the Dave habe ich den Seed genannt. Einfach so. Ich hatte mir nicht zu. Manche suchen sich ja vorher einen Seed aus, einen guten, weißt du, wo du echt eine geile Welt hast und so. Aber ich habe einfach dann Dave the Dave eingegeben. Und dann ist die Welt hier entstanden. Wie gesagt, dann bin ich hier Ist losgegangen, so habe einen geil, Baum oder nicht? abgebaut. Und dann habe ich mich eigentlich auf die Reise gemacht, habe hier immer weiter ein paar Bäumchen abgeschlagen, habe eigentlich nach Futter gesucht. Ich glaube, hatte ich noch ein Schwein getötet oder so? Weiß das noch einer? Habe ich noch Tiere getötet auf dem Weg? Ich glaube ja. Und es Ja, wartet muss aber auf ja. mich. Schaf, ne? Schafe vielleicht? Ich hatte Wenn du das irgendwie. brauchtest. Der Mojo! Schönen guten Abend, Mojo. Schön, dass du reinschaust. Herzlich willkommen. Ich weiß noch, dass ich irgendwie einmal in irgendeiner Folge, ganz am Anfang, ich glaube sogar in der ersten, dass da irgendwie zwei Schafe und eine Kuh stand. Irgendwie. Und ich habe gesagt, das sind drei Schafe. Und ich habe mich auch nicht mehr berichtigt. Ich habe die getötet und habe gesagt, oh cool, drei Schafe gekriegt. Irgendwie so. Das weiß ich noch, das war Ja, total du der hast Mega-Fail. gesagt, ob ich jetzt Inventar angucke oder dieses Killer, das spielt keine Rolle. Irgend sowas. Okay, das weiß ich gar nicht mehr. Ach, so lange, das ist schon her. Ja, wie gesagt, wann war die erste Folge? Ende Januar. Jetzt habe ich das Datum schon wieder vergessen, ich vergesse das jedes Mal. 27. 24., 27.? Ich habe es gerade 27. nochmal auf Der hier. 27. war das, genau. Ja. Ja, seit 27.01. Ah, schon eine krasse Zeit. Dann würde ich sagen, suchen wir einfach mal diese erste Behausung. Hallo. Ich glaube, ich hatte mir ja irgendwie den Weg durchgebahnt. Ich weiß es nicht Warte mehr. auf Das sieht jetzt mich. auch ganz anders aus, weil ich hier die ganzen Bäume gepflanzt habe. Der Mojo, an was kannst du dir denn noch an hier? Hast du die erste Folge überhaupt geschaut von Let's Stream Minecraft? Die allererste, wo ich hier gestartet bin? Was lacht der Paul? Was macht ihr da schon wieder für Schweinereien im Hintergrund? Andi, der Waldgänger. Hat er wieder wild uriniert hier, oder was? Dann würden keine Bäume mehr stehen. So, hier haben wir auf jeden Fall ein Wasserloch, aber hier war das nicht. Das war ein größeres Wasserloch. Arschbombe. Monster haben wir übrigens aus, damit wir hier in Ruhe uns bewegen können. Wir können erstmal Nacht lassen. Aber wo war dieses Wasserloch? Hier geht eine Höhle rein. Das Hier war, waren wir nie glaube ich, drin. irgendwo. Guck mal, hier ist eine Höhle, die nicht ausgeleuchtet ist. Hier waren wir noch nie drin. Verzeihung. Könnte das sogar sein? Nee, oder? Nee, das ist das nicht. Das Daneben ist war. noch, daneben ist noch eins mit Sand noch. Ja, hier sind noch mehr Wasserlöcher, so viele. Das muss auf jeden Fall noch zu sehen sein, Das wenn du ist da es eingebuddelt hast. nicht. Das muss hier weiter sein irgendwie. Und hier standen ja auch ziemlich wenig Bäume. Guck mal hier, das mit dem Sand, wo Paul sagte. Nee, ist auch nichts. Ja. Oh, wer hat diese Bäume hier gepflanzt? Der Mojo schreibt, ja, hab ich, wo du noch gesagt hast, du willst nichts erklären, wer Minecraft nicht kennt, hat nichts mit Games zu tun. Ja, genau. Der hat noch nie. Ich weiß nicht mehr, was ich genau gesagt habe. Irgendwie sowas, ja. Aber Minecraft muss man eigentlich kennen als Gamer. Und wenn man nur von gehört hat, man Ich weiß kannte es ungefähr, mit was es vorher zu tun auch hat. nicht. Überhaupt gar nicht, noch nie was von gehört und auch nicht gewusst, um was es Nein, da noch nicht, ungefähr. gar nicht. Echt Bis nicht? ein anderer Kollege mal gesagt hat, hier Minecraft, also so ein Spiel, da habe ich mir mal Dings angeguckt, mal auch so ein Let's Play mal angeguckt. Und erst habe ich das scheiße gefunden, aber durch den Gruppenzwang habe ich es mir dann doch gekauft und seitdem habe Ging ich mir gefallen genauso. daran. Ja, Und seitdem ich hier bin, sowieso, macht doch immer wieder Spaß. und dann hast du auch erst auf PlayStation angefangen mit Minecraft? Ich habe nur mit PlayStation, Minecraft PlayStation angefangen. Seit das damals mal hier für 20 Euro, als es rauskam, genau. Da haben Und wir vorher von geschwärmt. Und dann habe ich es. Bitte? auf der 4 denn direkt oder schon auf der 3 Ja, auf vorher? der 4. Nein, nein, Okay. nur auf der 4. Sobald es für die 4 rauskam, habe ich es mir dann auch geholt. Ja. Ja, den Spargel und seine Minecraft-Geschichte, das war ja auch was. Bis ich den dazu überreden konnte, mal Minecraft zu testen überhaupt. Nee, so ein Rotz und komische Klötzchen-Grafik. Klötzchen-Grafik. Nee, sowas spiele ich nicht. Oh, da will man da testen, du weißt doch gar nicht, wie gut das ist. Nee, das ist nicht gefährlich, das weiß ich jetzt schon. Aber da konnte ich Spargel verstehen, weil ich fand das auch doof, weil so komische Grafik, so toll, du polst ein paar Bäume, baust ein paar Sachen hin, das war's, ja toll.
Ja, aber ich finde, ich habe mich geirrt und es macht auf jeden Fall immer mehr Spaß. Ja. Richtig. Und wir haben schon viele, viele Stunden hier verbracht. Und aber daran kannst du ja eigentlich auch erkennen, so dass Grafik nicht alles ist. Man sollte nicht immer ein Spiel direkt nach der Grafik beurteilen, sondern ein Spiel kann sau viel Laune machen, auch wenn es einfach nicht so eine geile Grafik hat. So wie Minecraft. Ich spiele das öfter als irgendwelche Spieler, die so Full HD und mega geile Grafik sind. Die sind zwar beeindruckend so von Grafik her, aber gameplay-technisch ist Minecraft einfach mega geil. Wenn man so überlegt, hat man alte Nintendo-Grafik. Ja, auch die Spiele haben ja damals Spaß gemacht, weißt du? Das ist auch keine super Grafik, also trotzdem hast du gesuchtet. Ich glaube, wir werden das Loch nicht wiederfinden. Ja, sucht mal alle, verstreut euch mal. Der Mojo sagt, es war weiter weg vom Wald. Ich lauf die ganze Zeit mit Dave hinterher. Ist egal, dann suchst du mit. Ja, wir suchen immer noch dieses komische Loch, wo ich mich damals reingebuddelt habe, das erste Mal in der ersten Folge. Hier, ich hab's, glaube ich, oder? Hast du doch noch markiert? Ist das? Nee. Hast du es denn aufgelassen? Das ist irgendwie direkt an dem Wasserloch. Direkt ja. Da daneben. Oder direkt in drin. Ich glaube, ich hatte da irgendeine andere Folge mal ein Schild hingestellt. Ja, okay. Irgendeine andere Folge hatte ich da mal ein Schild hingestellt, das weiß ich auch noch. Ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich hab's. Ich hab's. Ja, da ist das Schild. Wo bist du denn jetzt? Hier, wo ich bin. Da. Hier, wo ich bin, auch ein typischer Satz aus unserem Let's Stream Minecraft. Einfach die beste Ortsbeschreibung. Hier, wo ich bin. Ich bin 1090 minus 1090 Z minus 490. Das bringt mir jetzt herzlich wenig, ich habe keine Karte. Ach, guck mal an. Aha. Ja, hier hatte ich mich das erste Mal reingegraben, weil ich Angst hatte, dass es Nacht wird. Hab mir da Öfen aufgestellt, hab mir da mein Fleisch gebraten, hab noch ein paar Steine abgebaut und hab dann da drin geschlafen. Hier habe ich eine Nacht verbracht drin. Nee, wir gehen in die falsche Richtung, Jaya. Keine Ahnung. Keine Karte dabei. Nein. Warte mal, Paul, warte mal hier, warte mal. Paul. Stell dich mal hier hin und warte mal kurz. Ich habe nämlich eine Karte, dann suche ich die anderen jetzt schnell mit der Karte und bring die her. Dann habe ich dich nämlich noch offen. Ampelmännchen. Warte mal, wo sind die anderen genau? Da irgendwo. Oh, ich komme jetzt nicht hin durch den Wald. Der ist so dicht. Zwar gegen die Wüste zu. Und das ist, glaube ich, noch alles in Folge 1 passiert, auch mit der Hütte da, mit dem kleinen Unterschlupf da. Ich komme nicht durch, überall. Ja, die ersten Folgen waren ja auch länger. Ja, genau, das war ja lange Zeit lang, gingen die Folgen ja mal 28 Minuten. Aber ich muss auch sagen, so alleine auf Minecraft hatte ich nie wirklich Bock gehabt. Ich habe immer geguckt, dass man welche zusammen... Ja, das ist auf jeden Fall um einiges schöner, klar. Alleine ist es ein bisschen langweilig auf Dauer. Man kann auch alleine echt versinken in dem Spiel, wenn du echt gute Projekte hast und viele Ideen. Aber mit mehreren, mindestens zu zweit, machst du dann auf jeden Fall um einiges mehr Spaß. So, ich habe jetzt Pink gefunden. Und wer ist in der Schneelandschaft? Da sind zwei Leute, sind irgendwo dann noch beim Schnee. Ich bin blau. Kommt mal Richtung Dorf wieder. Bei Blazy sagt, ich laufe in die falsche Richtung, also bin ich auch komplett in die andere Richtung gelaufen. Siehst ja, du, ihr kommt, falsch war. Grün kommt jetzt auf uns zu. So eine Frau. Ja, grün weiter die Richtung. Ja, grün. Du bist grün. Genau in die Richtung, richtig. Du müsstest uns schon gleich sehen eigentlich fast. Blazy kommt jetzt auch, Blazy muss ja ein bisschen nach rechts drehen. Genau. Der ist natürlich komplett normal. Jaya, wie bist du denn zu Minecraft gekommen? Kannst du ja nebenbei mal erzählen. Wie bin ich zu Minecraft gekommen? Ich glaube, das war genau das Thema der ersten Folge, wo ich dabei war, wo wir das schon mal geklärt hatten. Und ich hatte es vorher gekannt, hatte es mir auch angeguckt, habe es so für absoluten Blödsinn gehalten, so Christian da abbauen und drauf wieder aufstapeln. Und da ich auch am PC dann großartig nicht mehr viel zu schaffen hatte, war es mir dann auch relativ egal. Wo es dann für PS4 kam, weil ich dachte, ja gut, scheiß drauf, 20 Euro, die erste auch noch, kannst du ausprobieren. Und dann bin ich halt Minecraft verfallen. Wie wir alle. Oh Gott. Gesundheit tragen. Warst du nicht da mit mir und Norman auch noch dabei? Ja. Ich weiß nicht, das war die Anfangszeit, ne, wo wir uns das alle geholt haben. Ne? Ja. Es war bei ganz vielen so, dass die vorher gedacht haben, Minecraft ist voll der Rotz. Und dann musste fast jeder von uns eigentlich, von euch. Oh, Blazy ist raus. Oh, Blazy. Die meisten der von kommt euch. Der hat geschrieben, der kommt gleich wieder.
mussten dann halt überredet werden, sich das Spiel mal anzuschauen. Ich habe das ja ganz am Anfang schon in der Alpha schon auf YouTube gesehen, ein paar Videos. Und habe es dann schon recht interessant gefunden, allein vom Angucken. Hi, Paul. Hallo. Das legendäre Loch. Da habe ich ja in einer Folge, ziemlich am Anfang habe ich auch schon drüber geredet, meine Minecraft-Story heißt die Folge, die ist Folge 6. Und ich habe also ziemlich viel geguckt auf YouTube über Minecraft und dann musste ich es mir irgendwann kaufen. Da habe ich ja nachher das Gronkh-Let's Play angefangen zu gucken. Da war ich so fasziniert, dass ich es mir unbedingt holen musste. Blazy? Ist das nicht schön? Ja. Ah. Hallo. Noch ein Stück nach rechts. Hallo, Blazy. Seid ihr denn? Noch ein Stück nach rechts. Ja, so gerade. Nein, ein bisschen nach links wieder. Nein, nicht so schnell drehen. Ja, da geradeaus einfach. Dann warten wir mal auf den Blazy noch hier. Ja, ich geh mal raus. Mich also Jay hat für Scheiße befunden am Anfang, hat sich's geholt und ist in Minecraft-Sucht verfallen. Paul hat Scheiße gefunden, hat sich's dann geholt, ist in Minecraft-Sucht verfallen. Spargel hat Scheiße gefunden, wurde von mir überredet. Sag mal, JR und ich haben es dann zusammengeholt, so glaube ich, ne? Ja, auf ja, kommt schon hin, weil wir es dann zusammen spielen wollten, weil wir halt nicht alleine anfangen wollten. Genau. Ja, wir haben es drauf. Den Ragel musste ich tausendmal überreden, jedes Mal aufs Neue. Oh, ja, da haben das kann ich bei Paul auch bestimmt spielen. Oh, das will ich nicht und jetzt spielt das nur noch. Ja, und wir haben immer GTA gezockt und dann bin ich über Minecraft rüber und dann habe ich gesagt, Spargel, hol dir auch Minecraft, dann kannst du mitspielen. Ja. Irgendwann war es mir dann zu doof, alleine GTA zu spielen und die anderen alle in Minecraft und dann habe ich gesagt, na gut, dann probierst du das halt mal aus. Gruppenzwang. Ja, genau. Juhu. Ja, und dann hast du es ausgetestet eigentlich und kamst nie wieder von weg. Gruppenzwang ist eigentlich was Negatives, aber wenn es um Minecraft geht, ist es immer positiv. Das kann auch was Positives sein. Ne? So. Ja, hier habe ich meine erste Nacht in Minecraft verbracht. Schön, oder? Yeah. Geil. Nice Scheiße. Ich hatte ein Bett, hatte ich mir gebaut, mit gerade mal 3 Wolle oder so. Hatte hier Öfen stehen, habe mir schnell was zu essen gemacht und habe hier den Stein abgebaut, bis es Nacht wurde, weil es war noch gar nicht Nacht, wo ich hier drin war. Ich hatte nur Angst. Hab mir dann das hier irgendwie auch mit Öfen zugebaut hier. Ja, und dann habe ich hier Stein abgebaut, bis Nacht wurde, habe ich hier geschlafen, dann bin ich weitergezogen eigentlich. Hier habe ich halt das erste Mal übernachtet in der Welt. Yuki, und wie kamst du dann hinten auf das würde mich auch kommen interessieren, wie kamst du dann hinten auf die Fläche da? Naja, da kommen wir ja gleich zu. Da gehen wir gleich hin. Das war ja die erste große Fläche, der du begegnet bist, und dann bist du gleich da geblieben. Ja, genau, das werden mit wir dem Berg hast du gleich hinten. Ja, ich glaube, die Fläche war ihm egal. Der Berg war schön. Ich bin einfach nur losgezogen, dann nachher wieder. Bin von hier losgelaufen und wollte einfach nur was suchen, was mir gleich gefällt und wo ich mich niederlassen kann, erstmal. Und das war das ja eigentlich nicht weit weg von hier. Yukiki schreibt's auch, ich hab's kacke empfunden, das Spiel am Anfang. Also. Und wieso hast du es denn gezockt? Wie kam es dazu? Hat dich auch jemand überredet dazu? Und Blazy hat uns das ja auch schon mal erzählt. Was denn, Paul? Na, ich wollte eigentlich sagen, jetzt mache ich egal, wo man sich bei Minecraft eigentlich niederlässt. Na, man muss sowieso viel tun dafür. Ja, klar, aber ist ja schön. Wenn man eine grüne Fläche sucht oder eine hügelige Fläche. Ne? Ja, man macht ja schon einen Unterschied, ob du jetzt im Dschungel anfängst oder auf einer Weidefläche. Ja, gut. Oder auch in der Wüste oder so, ne? Natürlich. Blazy hat uns ja auch schon mal erzählt, wie der auf Minecraft gekommen ist. Aber kannst du nochmal wiederholen? Ja, ich glaube schon öfters, oder? Ja. Aber ich kann es gerne nochmal erzählen. Ja, bitte, da bitte ich. Ja, also ich kannte ja Minecraft, kannte ich eigentlich gar nicht. Ein bisschen kannte ich es aus dem Urlaub von meinem Neffen, der hat es auf dem iPad gespielt. Ich fand es natürlich echt kacke, Pixelgrafik und so. Ja. Dann haben wir zusammen GTA gezockt und sagte Dave, ja, geh mal Minecraft spielen. Sagte jetzt nicht du auch noch, was soll der Scheiß? Dann hat Dave angefangen zu streamen. Ja, hab dann ein paar Folgen zugeguckt und hab mich entschlossen, das auch anzutun. Ja. Hast du denn schon während des Zuguckens gedacht, ja, das könnte mir Spaß machen, oder hast du gedacht, ja, ist eigentlich nicht so meins. Bei der ersten Folge war ich einfach fasziniert von der Art, wie man sich niederlassen kann. Also du hättest einfach irgendwo sein können. Und ja, das richtig. Fand ich irgendwie cool. Es hat keine Regeln. Ja. Und so ab der Folge 3, 4, 5 so war ich dabei. Und dann wollte ich schon mitzocken, ja. Ja, sehr schön.
Ja, Minecraft hat halt so viele Möglichkeiten. Das war ja das, was mich am Anfang fasziniert hat. Dass du einfach alles machen kannst. Du kannst abbauen, was du möchtest, kannst wieder hinbauen, kannst so viele verschiedene Häuser bauen, kannst so viel machen eigentlich. Kannst in Luft bauen, kannst unterirdisch bauen, kannst im Wasser bauen. Deiner Kreativität kannst du freien Lauf lassen im Spiel. Und das ist so, was Minecraft ja auch so faszinierend macht und so süchtig machend ist. Ja, und wir haben gerade Nacht. Dann machen wir doch mal kurz wieder Tag. Denn ich habe ja hier übernachtet. Bin dann hier am Morgen wieder raus und wollte mir dann ein Plätzchen suchen, wo man sich dann niederlassen kann, wo man gut was bauen kann, wo man eine schöne Fläche hat. Und bin dann eigentlich nur hier so durchgewatschelt so ein bisschen und hatte dann ja nachher hier hinten die große Fläche entdeckt, die jetzt schon komplett vollgebaut ist. Und hab dann im Hintergrund den Berg gesehen und ich fand den Berg so hübsch. Und dann hat mich der Berg, ja, den sieht man jetzt von hier aus natürlich nicht mehr, da ist natürlich einiges passiert in 300 Folgen. Aber wir können mal zum Berg rennen. Den habe ich dann in der Ferne nachher gesehen und da habe ich mir gedacht, der sieht doch ganz gut aus. Da kannst du dich doch nie lassen. Gehen wir erstmal zum Berg. Gamerfreak HD, herzlich willkommen, Stream, grüß dich. Hallo. Und Yukiki hat geschrieben, ja. Überredet worden von Dave. Meinst du mich? Hab ich dich überredet zum Minecraft-Spielen? Da kann ich mich nicht erinnern. Und Zwang, Gruppenzwang, sagt sie. Du überredest gerne Leute, ne? Wenn es zu ihrem eigenen Wohl ist. Guck mal, wie alle süchtig sind jetzt hier, der Ragel und der Blazy. Alle am Minecraft suchten. Hat sich doch gelohnt. Ja. Ja. Hast was Gutes getan. Danke. Einmal in meinem Leben was Gutes getan. Das ist mein absolutes Lieblingsspiel mittlerweile. Ja. Es gibt viele Spiele, die man suchtet, ja, aber Minecraft kann man immer wieder suchten. Brauchst zwar ab und zu auch mal deine Auszeit, so wo du immer wieder wissen, sondern eine kreative Pause brauchst, aber irgendwann verschlägt sich wieder rein und dann hast du wieder neue Ideen, machst weiter. Genau, den Berg habe ich aus der Ferne einfach gesehen. Oder die beiden Berge. Aber hauptsächlich der rechte, der ist mir so ins Auge gestochen. Der sah schön förmig aus, wie so eine Brust. Fand ich schön. Die Spitze fehlt jetzt aber schon, ne? Die Spitze? Ja, der Rage hatte mal ein bisschen Spitze abgetragen. Ein paar Schächten da schon mal abgetragen, genau. Du wolltest da mal ein Haus drauf bauen. Was war das für eine Idee in deinem Kopf? Was wolltest du da hoch drauf bauen für ein Haus? Ich wollte einfach von oben auf euch herabblicken. Du wolltest mal ein bisschen Gott spielen. Richtig. Sehr schön. Der Mojo schreibt gerade, ja, mich hast du ja auch überredet. Echt, Mojo? What the fuck? Echt? Ich überrede alle zumal. Man könnte meinen, ich arbeite für Mojang oder. Ja, und dann bin ich einfach nur so hoch und hab mir dann irgendwo willkürlich einfach nur eine Tür reingebaut und hab dann da die mir sozusagen Nacht, die zweite. Ja, genau, hier habe ich mir dann so ein kleines Räumchen erst eingerichtet, ziemlich klein noch. Hab mir dann hier so meine Truhe hingestellt, meinen Ofen und Werkbank und hab mich dann angefangen hier einfach runterzugraben. Und da geht's ja nachher, da habe ich angefangen mich runterzugraben und da geht's ja nachher los in Folge 2. Die ersten Diamanten. Und da habe ich in der zweiten Folge schon die ersten Diamanten gefunden. Sozusagen in der ersten Spielstunde von Minecraft. Wo sind die anderen beiden jetzt? Oben, auf dem Berg. Was macht ihr auf dem Berg? Wir haben die Spitze nachgebildet. Damit es authentisch wird. Ihr sollt keinen Scheiß bauen! Niemals. Nein. Kannst du uns. Geh weg, geh runter. Wow. Das darfst du nicht sehen. Einfach nur ein Erdpimmel. Ich dachte, ihr habt jetzt eine aufwendige Brustwarze gebaut da oben. Ja, super. Ich hatte ja keine Minute Zeit dafür. Du musst ja schnell gehen. Wir haben hier keine blaue Wolle hier für so blaue Nippel hinzubauen. Ja, richtig. In den nachfolgenden Folgen habe ich mich unten runter gebaut, habe so ein bisschen Stripmine gemacht, mir die ersten Diamanten geholt. Habe da sozusagen den Riss nachher, glaube ich, sogar entdeckt. Oder eine Höhle. Ein Riss, keine Ahnung, irgendwas habe ich da noch entdeckt. Riss. Und habe dann nachher hier oben mir ein Feld reingebaut. Mit Weizen. Zuckerrohr habe ich dann noch gesucht, eine Folge lang. Habe mir dann hier Weizen und Zuckerrohr angepflanzt. Ich weiß nicht, habe ich mir noch mehr angepflanzt? Ich glaube nicht. Nee. Erstmal um Nahrung anzubauen hier oben in der Höhle. Hier war ja kein Holzboden, war alles noch. Und du wolltest dir auf jeden Fall so schnell wie möglich einen Zaubertisch bauen? Ja, da bin ich auch immer schnell dabei, genau. Deswegen wollte ich ja die Diamanten, damit ich mir eine Spitzhacke bauen kann und genug Obsidian habe für einen Zaubertisch. Wo ich aber bis heute nicht verstehe, warum. Ich habe immer gerne schnell einen Zaubertisch. Und wenn ich nur mit
Level 1 wäre Zauber, aber meistens hast du ja schnell eigentlich Level 30 voll. Und bis dahin möchte ich dann mal schon meinen Zaubertisch haben. Und meine Bücherregale. Obwohl ich den auch ziemlich spät aufgebaut habe, dann glaube ich, ne? Ich weiß es gar nicht mehr. Das hat ein bisschen gedauert, ja. Ja, richtig. Hier oben habe ich sozusagen dann angefangen. Und dann habe ich hier unten dann meine erste. Wo war das genau? Ich habe ja nachher Kühe, wollte ich ja unbedingt haben. Auch für Leder, für die Bücher. Diese komischen rumbackenden Kühe. Ich glaube, das war irgendwo hier. Das war ziemlich bei der Erntemaschine, glaube ich, oder Hier. so, ne? Ich glaube, das war irgendwo hier. Ja. Folge dem Weizen. Hier hatte ich so eine Cobblestone-Mauer rumgezogen und hat da die ganzen Kühe reingebracht. Genau, folgen sie dem Weizen. Irgend so eine blöde Kuh wollte mir dann die ganze Zeit nicht folgen. Ja, und da habe ich hier meine Kühe reingeholt, genau, um Leder zu züchten, damit ich halt meine Bücherregale bauen kann für den Zaubertisch. Ja, irgendwo hier war das. Das kann man nicht mehr wiedererkennen, das sieht alles jetzt so anders aus. Hier war alles freie Fläche am Anfang noch. Das sieht man jetzt gar nicht mehr. Ja, an der Kante, sagt der Mojo. Also hier so, oder was? Das kann schon gut sein. Nicht vielleicht Kommt hier hin. vorne weiter am Wasser. Nee, so dicht war es nicht am Wasser. Es war schon ein bisschen weiter auf der Fläche hier. Aber irgendwo hier, ist auch scheißegal. Am Kontrollhaus, sagt der Mojo. Ah, okay. Also hier irgendwo. Ja, und dann, nachdem ich das alles fertig hatte, da war ja mein erster Stream sozusagen fast zu Ende. Ne? Dann habe ich ja hier irgendwie rumgedanced. Hatte ich da schon eine Schallplatte? Muss Die ja, erste ne? Schallplatte hast du bei Folge Angst, glaube ich, ne? Aber Oder? hab ich nicht. Ja, stimmt, doch, bei Folge Angst. Doch, die Kühe sind dann später rumgedanzt. Ja, genau, die sind später rumgedanzt. Hatte ja noch nicht so viel am Anfang. Und dann eines, ich war ja dann immer oben in der Bergputze drin, dann habe ich mal rausgeguckt und habe dann mir dann angeguckt, die Welt, wo könnte ich denn ein Lagerhäuschen bauen? Oder mein erstes Häuschen. Eigentlich war das ja geplant, dass es das mein Häuschen wird, wo ich dann schlafe drin und Das alles. hässliche Haus. Ragel! Erstmal habe ich den Platz ausgesucht. Ich stand dann oben nur an der Tür. Ich habe ja jeden Morgen irgendwie auf Mr. Creepy gewartet, der irgendwie nie kam. Ich glaube, jetzt nie was explodiert, ne, wo ich hier rausgekommen bin. Habe ich immer Glück gehabt. Dann stand Oder ich bist du hier, ziemlich schnell hab rausgerannt? mir alles angeguckt. Ja, falls von oben ein Creeper runterspringt hier, vom Berg. Weiß ja nie. Hab mich dann nur umgedreht. Und hat dann eigentlich nur Ausschau gehalten, wo denn was Gutes bauen kannst. Das war ja alles noch Sand hier, ne? Da unten jedenfalls. Und dann habe ich ja diese Insel da hinten gesehen. Und da habe ich mir gedacht, da kannst du dein Häuschen raufbauen. Und da habe ich dann nachher alles abgetragen da und habe mein Häuschen angefangen zu bauen. Und das sah ja, wie Ragel schon gespoilert hat, ziemlich scheiße aus. Wie sah das denn mal aus, Ja. Ragel? Das war auf jeden Fall ein Pflastersteindach. Das war noch irgendwie um die Ecke rum, glaube ich, ne? Ja, genau. Das ging da von da aus noch ein bisschen Glaube links ich. rum, einmal um die Ecke. Und da sah das Ja, Dach und so dann sah das richtig hässlich aus. richtig. Und dann hast du es irgendwann geändert. Naja, ich habe es dann mir nochmal angeguckt, auch nach dem Stream nochmal und alles. Oder in den Folgen habe ich es mir auch nochmal angeguckt und fand das so hässlich. Das war dir richtig peinlich. Sepp 10, Hallöchen, grüß dich. Ja, weil es sah einfach scheiße aus. Weil ich habe gedacht, so ist ganz cool vielleicht mit dieser Ecke drin da, aber nee, sah hässlich aus. Oder nicht, Blazy? Sah doch scheiße aus, oder? Blazy? Hallo? Ja. Mein Kontrollhäuschen, Ich war nicht so schlecht. wo das. Das Kontrollhäuschen, wo das noch die Ecke hatte, das sah doch richtig scheiße aus, oder? Das Ich fand das Lagerhaus. immer schön. Aber nicht, wo es die Ecke drin hatte. Nee, ohne Ecke sieht's besser aus, das stimmt. Der Mote schreibt auch gerade, ja, das sah wirklich sehr scheiße aus, Dave. Und Zepplip, nein, nicht, ich habe das nicht alles gebaut. Das Haus hier, das Lagerhäuschen, hatte ich damals gebaut, genau, alleine noch. Aber alles, was du hier siehst, haben wir eigentlich alle zusammengebaut. Da steckt ein großes Team Das hinter. war doch in der stummen Folge, oder? Genau, ich habe es dann nachher umgebaut, habe dann angefangen zu streamen, habe die ganze Ecke wieder abgerissen und dann im Nachhinein fiel mir auf, dass ich die ganze Zeit mein Mikrofon aus hatte. Es war natürlich sehr gut, dann gab es dann einfach mal eine stumme Folge. Die findet man in der Playlist zum Beispiel nicht, die ist dann einfach in einem anderen Video einfach verlinkt. Oder ist die, ich glaube, in der Spezialplaylist müsste die sogar mit drin sein. Die müsste bei Spezial drin sein, ja. Genau. Dennis 738, hallo Dave, kannst du dich noch an mich erinnern? Dennis 738. Nö.
Wenn ich ganz ehrlich bin, Ja, nee. Dennis, den Ich Dennis, überlege der gerade. damals, sag immer, Aber ich im kann mich Stream. echt nicht dran erinnern. Sieht Hat nice er einen aus, anderen sagt Namen? Sepplip. Ja, das kann sein, mit anderen Namen vielleicht. Ja, aber das Häuschen sah schon ziemlich scheiße aus. Die Brücke gab es am Anfang auch nicht. Man musste mal die ganze Zeit rüberschwimmen hier. Bis Janik dann mal die Brücke hier gebaut hat. Die Hier hat er, in. ja, genau. Ja. Die hat Janik gebaut, während wir die Erntemaschine angefangen haben zu bauen. Richtig. Und dann hat er ja noch die Scheune angefangen zu bauen. Ja, und das Lagerhäuschen steht seitdem eigentlich fast in dem gleichen Zustand hier. Wie es nach der Stummfolge eigentlich hier stand. Umbaumaßnahme. Und ich finde es eigentlich, ja, ist nichts Spezielles. Sieht da ganz okay aus. Für ein Lagerhaus auf jeden Fall. In Ordnung. Aber das erste Gebäude, was halt hier auf der Map steht, auch eigentlich ziemlich legendär. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist unter dem Gebäude noch eine Höhle, ne? Glaube ich. Ach ne, da haben wir jetzt den Keller. Da haben wir einen Keller, ja. Da haben wir Aber jetzt den war. Keller draus gemacht, genau. Stimmt, da war noch ein Stück Höhle, was mich auch beim Bauen irgendwie noch ein bisschen gestört hatte. Richtig. Der, wo immer so viele Fragen gefragt hat, habt ihr dann auch gefolgt? Ja, das kann sein. Das war vielleicht mal ein Ist ja nicht Stream, wo du. Max. Ja, stimmt. Irgendein Ja, ich kann Stream mich war er dran erinnern dabei. jetzt, ja. Da hat er auch noch gesagt, sorry, dass ich so viel frage. Aber stimmt. Richtig. Okay, gut. Ja, die Ordnung hier gefällt mir bis heute irgendwie noch nicht mit den Kisten, wie das sortiert ist. Weil dann ist hier mal Holz und dann dazwischen sind dann hier irgendwie Steinziegel, was eigentlich auf die andere Seite zu den Steinen gehört, aber hier ist dann irgendwie Erde und Sand und was eigentlich gut zusammenpasst. Erde, Sand und Kies, das passt alles gut zusammen. Hier sind dann wieder Steine und Treppen, aber die Halbstufen sind dann auch wieder woanders. Die sind dann hier hinten zwischen Lehm und Schienen. Ja, die Ordnung gefällt mir nicht. Also in unserer Let's Show-Welt, wo ich ja mit Spargel und Janneke viel gebaut habe, da haben wir eine bessere Ordnung eigentlich. Aber gut, man hat sich jetzt auch dran gewöhnt, ne? Ja, das waren halt die ersten Sachen, die man gefunden hat. Ja, richtig. Ja, aber trotzdem habe ich immer gerne eine Ordnung, dass dann eine Seite alles voll mit den ganzen verschiedenen Steinsorten ist, eine Seite mit den ganzen Sand, Kies, Erde und so. Halt noch besseres System. Noch besser geordnet einfach. Aber gut, ich habe mich jetzt dran gewöhnt. Ich finde jetzt eigentlich alles immer relativ schnell. Ab und zu muss ich auch mal suchen. Vor allem, wenn irgendwas im Keller ist, dann finde ich das hier oben immer nicht. Dann suche ich hier oben die ganze Zeit und muss dann erstmal in den Keller rennen, weil ich das nicht finde. Nee, Dennis kann es leider nicht joinen. Wir rennen hier eigentlich nur in der Welt rum und gucken uns alles nochmal an, erinnern uns nochmal ein bisschen zurück an die letzten 300 Folgen. Ja, was ist dann danach so passiert? Nachdem das Lagerhäuschen fertig war. Weiß das einer? Kontrollhäuschen. Dann kamen die zwei ins Spiel. Ja, richtig. Was kann? Dann Dann kamen die kam. zwei ins Spiel. Du und Janik. Dann wurde das Richtig. einsame Let's Play Zum interaktiven Let's Play. zu einem Together, zu einem durchgängigen Ach, das ist Together. doch dein Ausgang beim Eingang. Das Nee, kommt das ja ist doch noch, das später. kommt ja. Das ist doch Spiel, Das das ist kommt noch später, ja. Alles weit weg. später? Erst kam ja Okay. Flotter Dreier. Da weiß ich noch, da stand ich dann hier vor der Tür und Janik und Spargel waren drinne. Und dann habe ich halt gesagt, zwei meiner alten Minecraft-Kollegen mit dabei, den Spargelragel und den Yannick. Und dann kamen sie bei der raus, haben sich vorgestellt. Hallo, ich bin Und dann haben Janik. wir. Hallo, ich bin der Ragelspargel. Ragelspargel. Inspektor Ragel. Dann gab es ja die Flotte Dreier-Folge. Ich weiß gar nicht mehr, mit was wir genau angefangen haben. Haben wir schon. Ich glaube, wir haben direkt mit der Erntemaschine angefangen, der Ragel. Sind wir nicht erst auf Survival-Tour gegangen? Höhlentour und so ein Scheiß? Stimmt. Ich Stimmt, glaube, wir haben ziemlich als erstes früh. eine Höhlentour gemacht. Ja. Da war doch noch SpongeBob, da hatten wir diese SpongeBob-Helme das erste Mal auf die ganze Zeit. Oder irgendjemand von Richtig. euch. Irgendeiner sah aus wie Müllmann. Das war ich. Das warst du. Und dann gab es die Ich hatte nur erste. den Helm. Ich. Hallo? Ja? Achso. Ich hatte nur den Helm und ich fand, das sah so scheiße aus und hab den Helm wieder abgenommen. Und Yannick sah, glaube ich, aus wie ein Müllmann. Ich glaube, sein Skin war Genau. irgendwie so ein Müllmann-Skin. Spargel, mach doch mal den alten Skin an, den du da hattest. In deiner ersten Folge. Oh, den Such muss den ich mal suchen. raus. Augenblick. Ja. Ja, aber da sind wir auf jeden Fall auf Höhlenexpedition irgendwie gegangen. Genau. Und dann gab es die erste Creeper-Explosion. In Folge 15 erst. Da ist der erste Creeper hier auf der Welt explodiert. Da ist er. Nee, nicht Mass Effect. Nicht Mass Effect. Wo war denn der jetzt noch? Der Mojo schreibt, nee, erst war doch Erntemaschine, da bin ich doch zu euch gestoßen. Nee, Mojo, wir waren erst auf einer kleinen Höhlenexpedition einmal, haben dann da ein bisschen was abgebaut und so.
haben dann die Erntemaschine gebaut und sind dann nochmal auf unsere große Tour gegangen. Und da bist du dann dazu gestoßen. Was macht ihr hier schon wieder hinter mir? Ich hab ihn. Nur Unfug hier, die Jungs. Ach, guck an, der alte Spargel aus Folge 14. Hallo. Ja, das war Schnippel. Genau, Weißarschnippel. Ja, das war dein erster Skin. Ich weiß gar nicht mehr, welche Höhle hatten wir als erstes erkundet. War das die hinten bei Blazy hier? Bei Blazys Haus? Kennst du die Höhle? Ich glaube, das war die hier drüben, wo die er gebaut hat, ne? Da war auch eine Höhle, oder nicht? Nee, in der waren wir, glaube ich, nicht drin. Das war... Ich glaube, hier bei Janne hier drüben irgendwo. Alter, jeder sagt eine andere Höhle. Oh, Höhle, oder? Wir waren in 5 verschiedenen Höhlen. Ich guck mal rein. Ja, Dennis, ich spiele auch andere Spiele. Echt? Erzähl. Warte mal. Ach, was mache ich hier? Schicke das schon ab. Gibt's doch den Befehl hier. Ah nee, falscher Befehl. Oh, Mojo, hau mal den Befehl rein. Hier war doch auf jeden Fall unter Blazys Haus war eine Höhle. Kennst du die noch, Blazy? Ja, aber die habe ich ausgebaut. Ja, aber hier an dem Berg irgendwie direkt war eine Höhle. Und da ist mal jemand reingefallen. Also das hier auch war mal am Berg. Ja, richtig. Und hier war eine Höhle. Und die waren wir, glaube ich, mal runtergegangen. Ja, das kann sein. Aber war das in der Folge? Ich weiß es nicht. Oh, Paul hat Platsch gemacht. Ja, weil es hier unter weiter ging, deswegen, unter der Erde hier, deswegen dachte ich, wäre vielleicht eine Höhle, aber da nur eine Wand gezogen. Ja, jedenfalls waren wir dann in irgendeiner Höhle. Ich habe hier eine Höhle gefunden, aber das ist nicht mehr unterm Haus. Nee, das sieht man nicht mehr, weil Blazy hat ja mit zugemacht mit seinem Haus nachher. Aber auf jeden Fall also war ja, da noch was am doch, hier ist ein Stück von der Höhle, aber hier ist direkt die Holzwand. Echt? Warte mal, ich komme mal hin. Ja. Das ist mein Haus. Es wird abgerissen, das ist weg. Machen wir wieder Tag hier. Also, was heißt, also Eingang von der Höhle. Ich denke mal, vielleicht ging es da, wenn er sagt, er hat die ausgebaut, vielleicht ging es da irgendwie weiter. Glaube ich jetzt zumindest. Ich weiß es ja, ihr wisst es ja besser. Und dann siehst du den Holzwand. Habe ich Fackeln dabei? Ja. Nee, das ist doch mein Haus. Ja, klar ist das dein Haus. Das ist klar. Ja. Aber das war nicht der offizielle Eingang. Nee, das war nicht der Eingang. Das ging tief runter gleich. Okay, hier sind wir auch mal reingeklatscht irgendwie. Das weiß ich auch noch. Irgendeiner von uns ist da mal reingefallen. Ich glaube ich sogar. Egal. Ist ja aber egal. War das nicht unterm Lagerhaus? Nee. Das war hier. Das war hier weiter hinten. Unterm Lagerhaus, das war ja keine Höhle. Das war ja bloß ein Loch irgendwie. Achso. Wo ist jetzt hier die scheiß Tür? Ich finde die Tür immer nicht in den Zäunen. Hier hinten in der Ecke am Haus. Alles klar. Oh. Ja, oh, ich bitte mich wieder aus. Jaya kommt auch noch, Vorsicht. Oh, da balanciert der auf der Fackel. Sehr gut. Ja, und dann haben wir eigentlich angefangen, die Erntemaschine zu bauen. Der Ragel und ich und der Yannick hat dann angefangen, die Scheune zu bauen. Nebenan. Die stand ja immer noch auf so einem kleinen Podest, was ja auch irgendwann viel später dann mal von mir entfernt wurde. Oder besser gesagt, die Scheune wurde um eins verlängert nach unten. Weil die sonst immer auf so einem Podest, auf so einem viereckigen Podest gestanden hat aus Erde. Das sah dann nicht so geil aus. Aber jetzt ist das alles schön auf einer Höhe. Und irgendwann kam dann ja auch unsere legendäre hässliches Kontrollhäuschen-Folge. Der große Lachflash. Was war das denn? Was war das denn für eine... Ach, die kam erst viel später noch. Oder also was? Der Höhleneingang ist genau unter Blech der Pferdeform. Ah, okay, da. Okay, alles klar. Und der Ausgang am Eingang ist hinter der Scheune, wo wir dann wieder rausgekommen sind irgendwann. War hier nicht alter Schwede? Nee, oder? Ich habe keine Ahnung, wo seid. Kontrollhaus. Bei der Weizenmaschine hier, genau. Dann gab es ja noch die Warze in der Gesichtnase, ne, Ragel? Der Ragel hat ja immer mega Angst vor Hexen gehabt. Warum hast du immer so eine Angst vor Hexen gehabt, Ragel? Ich habe Angst gehabt vor einer Hexe, weil ich in meiner Welt von einer Hexe getötet worden bin. Ich konnte nicht flüchten. Und die hat mich zweimal gehittet und dann war ich weg. Und deswegen habe ich gedacht, die sind so übermächtig, diese Biester. Und dann kriege ich mal Panik. Ich habe immer so gefeiert, wenn du eine Hexe gesehen hast, wie viel Panik du einfach geschoben hast jedes Mal. Ja. Sei es jetzt hier im Livestream gewesen oder sogar auf dem Let's Show Welt. Ja, weil die immer gleich mit ihre Tränke schmeißen. Und wenn sie 3 Tränke geschmissen haben, dann bist du tot. Ja. Der Dennis fragt, was war dein Rekord mit den meisten Zuschauern? Das weiß ich nicht, Dennis. Das weiß ich nicht. Das schreibe ich mir nicht auf. Hab dich gefunden, Paul.
Aber jetzt hast du deine Hexenphobie überwunden. Jetzt bin ich sie los, ja. Ja. Jetzt lache ich sie nur aus, wenn ich sie sehe. Ja, dann haben wir irgendwann hier alles angepflanzt. Und dann waren wir ja nochmal auf Höhlenexpedition, nachdem wir das Weizenfeld bepflanzt haben. Da haben wir die Gebrüder Enderman ja gefunden. Da waren zwei Enderman nebeneinander. Durch Und die Tür, dann glaube haben wir ja nicht mehr rausgefunden nachher. Und haben uns dann hochgegraben und haben gedacht, wir kommen jetzt mega weit weg vom Dings hier, vom Lagerhäuschen raus. Und dabei kamen wir einfach hier direkt neben der Scheune raus. Ich gehe raus und denke so, scheiße, wir sind sauer weg. Drehe mich rum, Scheune. Loch muss ja Ausgang doch mal am irgendwo hier Eingang. sein, ne? Hier war der Eingang. Hier sind wir reingegangen in die Höhle, hier vorne irgendwo. Hier. Ich, das war doch hier unterm Weg direkt. Hier war das. Hier sind wir reingegangen in die Höhle. Waren dann die ganze Zeit unten drin, haben die beiden Endermänner gefunden, haben noch irgendwie ganz viel Rohstoff abgebaut. Und dann haben wir uns irgendwann wieder hochgegraben und kamen hier wieder raus. Irgendwo hier. Wo genau, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Das muss aber irgendwo noch sehen, zu sehen sein. Können ja aufkloppen, das ist ja eine Kopie von der Welt. Daher ist das ja nicht so schlimm. Aber ich finde es gerade auch nicht. Das kann auch sein, dass wir das richtig komplett zugemacht haben, ne? Das muss ja, geht ja richtig tief runter, ne? Ich suche jetzt den Ausgang, ne? Am Eingang. Aber ich finde ihn nicht. Auch nicht. Auf jeden Fall haben wir uns da auch tot gelacht. Ja. Wir haben so Schiss gehabt, weil es war auch Nacht. Wir haben uns erst gar nicht rausgetraut, hatten dann wieder zugebaut und hatten dann im Gang gewartet, bevor wir wieder rausgehen wollten, weil wir dachten, dass Ich wir finde das sauer jetzt weg auch sind. gerade nicht. Das ist auch egal. Brauchen wir jetzt nicht Aber alles umgraben hier. Aber jedenfalls sind wir hier irgendwo wieder rausgekommen. Ja, nachdem wir wieder rausgegangen sind, hatten wir dann eigentlich Schluss gemacht und dann haben wir nochmal mit den Kühen rumgedanzt mit der Schallplatte Cat. Oder? genau, das haben wir immer zum Abschluss gemacht, ne? Genau. Genau, richtig. Und die Schallplatte hatte ich ja halt da unten in der Höhle gefunden, da bei dem Zombie-Spawner, wo ich mega Angst hatte. Was gab's denn noch so für legendäre Folgen? Ich guck mal gerade so ein bisschen durch. Komplizierte Kolben, wo die Kolben rumgesponnen haben. Und der große Lachanfall halt. Wo wir einfach die ganze Zeit probiert haben, wie wir dieses blöde Kontrollhäuschen bauen können. Und haben es dann irgendwie einmal aufgebaut mit was für ein Holz? Mit Dschungelholz, glaube ich, und Eichenholz. Und dann mit so einem Fichtenholz, Korridor ne? noch und. Richtig hässlich eigentlich. Dann haben wir es wieder abgerissen. Ja. Dann hatten wir so die Halt Schnauze unten auch. voll, weil wir nicht wussten, wie wir es bauen sollten. Da habe ich einfach diesen Steinziegelrahmen drumherum gezogen und da haben wir uns einfach nur totgelacht die ganze Zeit. Weil das so hässlich aussah und bis jetzt immer noch irgendwie nicht so hübsch aussieht. Was wird denn durch die Bäume gut verdeckt? Genau, die Bäume verdecken das eigentlich ganz gut. Ja, und das ist eigentlich unsere Hauptnahrungsquelle auch geworden. Weil die meisten, glaube ich, ernähren sich von Kartoffeln, oder? Oder was esst ihr immer so? Wenn ihr hier spielt. Jaya? Ofenkartoffel, Kartoffel. ja. Ja, Steak? Kartoffeln und Melonen. Hab ich auch Der noch. Jaya, achso, aber sonst, wenn du meistens zockst, was isst du am meisten hier? Das, was da ist, was ich am meisten abbaue, Kartoffeln. Also Kartoffeln, ja, also Hauptnahrungsquelle. Paul auch Kartoffeln? Ja, am Anfang war es Brot, aber jetzt mittlerweile sind es auch die Ofenkartoffeln. Ja, Blazy? Deswegen ist die Brotkiste so voll. Auch Ofenkartoffeln und Melonen. Spargel? Ja. Selbe Frage. Wie? Selbe Frage. Was isst du am meisten, wenn du hier zockst? Was Ach ist dein Hauptnahrungsmittel? so, auch Kartoffeln, auch Kartoffeln. Ach, der Hagel. Ohne dich, Nee, ey. Kartoffeln. Auch Kartoffeln. Ja, ich esse auch eigentlich nur Kartoffeln. Ja, dann haben wir uns hier halt totgelacht. Dann, was waren die nächsten Folgen? Glas in den Rahmen, Backwasser, Redstone. Besamung und Zäune, Beginn einer Reise. Beginn einer Reise! Wollen wir den Ort mal wieder suchen? Oh, das war schön. Das war eine coole Reise eigentlich. Und dann erste Nacht, erster Romantik Tod. pur. Da haben Yannick Spargel und ich haben uns auf den Weg gemacht und wollten einfach mal eine Reise machen durch die Welt. Und wollten die Welt ein bisschen erkunden. Irgendwann später haben wir dann irgendwie einen Riss gefunden. Wir hatten dann noch ein Problem, dass wir nicht alle Betten hatten, mussten dann noch Schafe suchen. Stimmt. Hatten dann das Problem, dass mein Schaf irgendwie nicht fressen wollte, das weiß ich auch noch. Dann habe ich das geschert und dann wollte das nicht mehr fressen. Dann haben wir einen Riss gefunden, dann waren wir irgendwie in den Riss rein.
Ich weiß gar nicht, was haben wir da irgendwie was Interessantes noch gefunden in diesem Riss? Da Mine. Haben wir eine Mine gefunden. Nee, nicht in dem Riss, nein. In dem Riss haben wir keine Mine gefunden, Rangel. In dem Riss nicht? Nee, in dem Riss nicht. Wir sind dann wieder hoch den Riss nachher und sind weitergelaufen. Dann haben wir uns nachher irgendwo eingegraben, nee, sind in irgendeine Höhle gegangen, weil es Nacht wurde. Und da haben wir dann nachher die Mine gefunden. Und die Folge hieß Mine, 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 Folge 38. Wollen wir da mal hingehen? Ich kenne, glaube ich, ungefähr den Weg noch. Ja, ungefähr kenne ich den noch. Wir mussten ja den ganzen Weg auch nochmal hinrennen da damals, weißt du noch? Wir sind doch gerade gestorben. Ja. Und sind dann dahin gerannt, ohne was zu essen wieder mitzunehmen. Ja, vom genau. Hauptspot aus. Die Zombies mit der Faust gekloppt. Ja, weil wir Hunger hatten wie Sau. Und da hat er nicht mal irgendwie Gabelfleisch gedroppt, ne? Der hat gar nichts gedroppt gehabt. Nee, nix. Wir haben den 5 Jahre verprügelt, weil das ewig gedauert hat. Musste Janik uns doch, glaube ich, entgegenkommen, was zu fressen bringen. Nee, immer. Entgegengekommen ist er uns nicht. Der war da weiter in der Mine unten und hat da alles zugebaut, damit da keine Monster reinkommen. Der ist uns nicht entgegengekommen. Ganz kleines Stückchen vielleicht, ja. Aber wir sind dann dahin gerannt halt, ohne Essen. Und konnten nur noch so langsam gehen, weil wir so viel Hunger hatten. Und das war sauknapp auch echt nachher. Die hieß doch auch Hunger. Ja, die hieß Hunger, genau. Oh, das war auch eine Folge. Ja, so ungefähr weiß ich den noch. Nicht hundertprozentig, kann sein, dass wir jetzt ein bisschen suchen. Aber so, wenn ich irgendwie ein markantes Merkmal sehe davon, dann finde ich das auch wieder. Das war aber, glaube ich, eine Gebirgslandschaft, ne? So ein bisschen? Nee. Nee? Wart ihr da nicht noch mit dem Boot unterwegs? Ja, so ein Stück mussten wir schwimmen, weil wir sind vom Hauptspawn ausgekommen auch. Deswegen haben wir ein Boot genommen, weil du ja durch Schwimmen noch mehr Hunger sozusagen kriegst. So, hier ist auf jeden Fall die Wüste. Da hinten. Ich mach mal kurz wieder Tag. Dann schwimmen wir mal rüber zur Wüste. Und da müsste auch der Riss irgendwo sein. Der Spargel sagt, der Mojo sagt, der Spargel ist einfach ein Original. Ja. Wenn ihr euren Spargel nicht hättet. Ja, wenn wir unseren Spargel nicht hätten. Dann hätten wir vielleicht einen Apfel. Dann hätten wir... Richtig. Oder eine Schwarzwurst. Eine Karotte. So, jetzt müssen wir so ein bisschen hier, glaube ich, nach links. Wenn wir da angekommen sind, müssen wir mal kurz Zwischenstopp machen. Wieso? Achso, selten stechen. Toilette. In Minecraft oder Real Life? Real Life. Alles klar. Sonst hätte ich gesagt, geh schnell am Baum da. Das... Kannst du das Wetter wieder klar machen? Nee. Ja, doch. Doch, Alter, schon. Nein. Ah, ich kann zaubern. So, it's hier magic. Haben wir jetzt die Wüste. Ich überlege gerade. Ich glaube, das war mehr in der Schneelandschaft. Daran kann ich mich noch erinnern. Wo der Schaf dann nicht da fressen wollte. Genau. Also gehen wir jetzt mal hier so durch die Schneelandschaft einmal schnurstracks. Hier sind schon mal Schafe. Oh, toll, jetzt. Ah, hier die Stelle, glaube ich. Nee, warte mal. Doch, wir sind richtig. Ob ich den Riss jetzt direkt finde, weiß ich nicht, aber... Da ist schon mal eine Höhle geradezu. Ja, aber das ist nicht die Höhle. So, wir müssen auf jeden Fall hier noch rüber. Und dann hinter der Bergkuppe, glaube ich, müsste auch der Riss sein dann. Habt ihr die Folgen, könnt ihr euch daran erinnern, die anderen, die nicht mit dabei waren im Spiel? Nein. Ich meine jetzt an die Folgen an sich, nicht den Weg jetzt. Achso, nein. Dunkel. Sehr, sehr dunkel. Lazy? Ja. Laufen wir nicht so schnell, wie verlieren die sonst. Was waren deine besten Momente an den Folgen, wo wir hier auf der Reise waren? Also ich fand es allgemein schön, euch mal zu sehen, wie man reist. Da habt ihr auch das erste Mal ein Boot gecraftet. Da habt ihr euch so wie eingenistet da in der Höhle. Ja. So wie ein kleines zweites Lager aufgebaut. Ich fand's cool. Ja. Weil ich es halt eben nicht kannte. Ja, hier ist der Riss. Alles. Hast du einen Riss? Hinter dir. Das ist nicht. Ist nicht der. Der andere war viel größer noch. Der müsste irgendwo hier hinten sein. Das ist eine Mine, ja. Ist auf jeden Fall auch eine Höhle.
Haben wir auch über Bäume gepflanzt? Oder war das schon mal so bewachsen hier? Nee, das war alles schon so. So weit hinter sind wir ja gar nicht. Aber den Riss, den wir jetzt suchen, der war doch mehr in der Wüste, ne? Oder nicht? Ich bin gerade am Überlegen. Auf jeden Fall mussten wir hier irgendwie durch dieses Gebiet. Das weiß ich noch. Da hat der Mode schreibt, da haben wir kleine Kinder noch Witze über Spalten gemacht. Echt? Stimmt. Aber Spaltenwitze gerissen die ganze Zeit. Ja, heutzutage sind es Buschwitze. Ah, die Spalte finde ich jetzt, glaube ich. Ah, hier hinten. Ja, komm, weiter. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd für Jaya, Paul und Blazy, die nicht direkt mit dabei waren. Die können sich natürlich jetzt nicht hier dran erinnern. Ja, Mann. Können jetzt einfach nur mitlaufen und zuhören, wie wir rumlabern. Die Stelle kenne ich jetzt. Hier kommen wir über die Steppe, ne? Ja, das kommt jetzt auch bekannt vor. Genau. Und hier müsste irgendwo der Riss sein. Ich suche den jetzt. Hier ist er, oder? Ich hab ihn. Ach, stehst du hin? Ja, das war der Riss. Hier waren wir drin. Und dann sind wir auch wieder, haben uns wieder hochgebaut hier, glaube ich, irgendwo. Oh, hier kann man sich doch auch niederlassen, das sieht doch schön aus. Hier mit dem Wasser sind wir hochgeschwommen, weißt du das noch? Ist nicht sogar einer gestorben, als er hier oben angekommen ist? Du und Janik, ihr wart als erstes oben und ich bin noch hochgeschwommen und irgendwas ist oben passiert, da hattet ihr einen Fight irgendwie. Dann ist auch alles ausgeleuchtet. Ja. Da ist unsere Fackel. Da sind wir ein bisschen rumgerannt, haben ein bisschen was abgebaut, glaube ich. Ich will mal runter. Yippie! Geronimo! Falsch. Gabben! Ja, das kenne ich hier noch, ja. Geil. Guck mal, ein Ei. Stimmt. Hast du verloren, ein Ei drauf. Ah, das hast du damals verloren. Stimmt, hier drin waren wir auch noch, ne? Wir hatten auch noch ein bisschen gesucht, ne? Ja. Oh, war das so groß hier drin? Krass, ich kann mir auch nicht mehr dran erinnern, ey. Alter. Oder war das hier sogar mit der Hexe nachher an denen, ne? Aber hier war einmal was mit der Hexe, glaube ich. Irgendwo in so einer Höhle hast du dich mal mega erschrocken von der Hexe. Ah, lass uns nicht zu weit reingehen, sonst verlaufen wir uns noch. Nee. Mach doch nichts, wir haben Zeit. Wir gucken uns nachher lieber das andere noch ein bisschen ausführlicher an. Ja, zwischen. Ich habe mich 12 Stunden abgemeldet. Echt? Ja. Also, wenn ich aufhöre nachher, dann kannst du anfangen zu streamen, machst du weiter. So, ich gehe jetzt mal ganz schnell auf Toilette, ne? In dem Loch, da pissst du dich selbst voll. Macht nichts. Gucken wir dem Spargel beim Pinkeln zu. Komm, bilden wir einen Kreis. Und den Spargel beim Pinkeln zu. So. Jetzt geh! So, Anfang 1 bauen. Ganz dick fett, bitte. Ja, sowas haben wir auch das öfter gemacht. Immer schön einbauen. Ich weiß noch, wo ich JR einmal den Boden unter den Füßen weggehauen habe, wo er gerade weg war. Im Lagerhaus. Und du musstest es doch wieder zumachen. Weißt du noch? Gerade wieder, da müssen wir sehen, wie du mich alle abgebaut hast. Ja. Böser Dave. Ja, auch Mojo schreibt Obsidian, leider haben wir nichts dabei. Schade. Wäre natürlich super. Ich hab nicht mehr so viele Blöcke, ey. Ich hab schon weiter was geholt. Siehst du, kann man schnell was abbauen. Wer knistert da mein Headset? Ich, weil ich gerade wiedergekommen bin. Juhu. Hast du noch Blöcke zum Einbauen, Paul? Hau alles rum da um den Spargel. Paul, ich brauche Blöcke. Ich hab einen Block noch. So. Ich kann ein Bett hier aufstellen. Ein Block. Bett Wars. Habe ich gerade mal einen Obsidian abgebaut wahrscheinlich. Aber wir könnten noch Lava oben rüber kippen einmal. Über das ganze Ding hier. Hat ihr noch einen Eimer? Nee. Ich habe 2 Eisen. Hat einer noch mehr Eisen? Ich muss mich kurz entschuldigen. Du hast ein Eisen, Blazy? Ja, aber ein rohes. Also ein Ding. Ah, Mist, schade. Ultimatives Superobjekt. Geil. Warte, hier kriegst du noch ein ultimatives Superobjekt. Oh. Dass man das nicht so hoch werfen kann, ne? Ist oben ja jetzt. Brauchen wir unser Bett? Nö, ich kann auf Tag stellen. Was haben wir denn noch hier? Ich kann dir Kartoffel geben, aber. Hat jemand Holz?
Müssen ihn auch eine Tür lassen, ne? Und deinen Crafting Table? Nö. Nee. Wir haben gar nichts. Oh. Vielleicht finden wir irgendwo Holz. Wie soll die Tür machen? Alter, hat der überhaupt irgendwas zu umgraben da? Nee. Du hättest 4 Eisentüren hinbauen sollen. Alter, was hast du alles im Inventar drinne? Tja. Vorsicht, Feuer. Was machst du da mit den Eisen? Da wollte ich... Du hast gesagt, Blöcke hinbauen. So. Spargelstoilette. Fertig. Ah, ein paar Leitern, sehr gut. Sehr schön. Schade, dass das nur eine Kopie ist. Ey. Sonst könnten wir das irgendwann bei Folge 1000 nochmal wieder suchen, wenn wir uns nochmal zurückerinnern. Spargelstoilette. Toilettenbunker. Ja. Mal ein Screenshot von machen. So, zack. Wie lange braucht er? Ja, das bestimmt machen. Fertig. Na dann. Nein. Können wir weiter. So, dann können wir wieder hochschwimmen. Okay. Mhm. Auf. Hallo Ragel, wir haben den Toilettenhäuschen gebaut. Schön. Mit Feuer. Das ist schön, kuschelig warm drin ist. Da ist die Klobrille immer schön warm. Guck sie an, wir haben uns Mühe gegeben. Oha. Oha. Das sieht schön aus. Wir hatten ja auch Zeit. Richtig. War ich so lange weg? So, dann kommen wir nochmal hoch. Ja. Können wir wieder mal schwimmen. Alter, haben noch ein paar Blöcke geholt. Oh, schon wieder Regen, ey. What the fuck? Der Mojo freut sich. Mojo, wenn du irgendwelche Erinnerungen hast, die gerade zu passen, hau rein! Es war ja auch die Zeit, wo RPG-Mehrstreifen auch immer mit dabei war, bei fast jedem Stream. Toll, schneit. Ja, ich mach. Ich hab mich gerade mit einem Ei beworfen. Der Ragel hat ein Ei. Ja, der Blitz hat auch eins. Achso. Ich hab's hochgeworfen. Ich hab zwei. Aber ich behalte sie. Wo staunst du da? Ich hab 3. Okay. Soll ich dich jetzt beglückwünschen oder bedauern? Und hier oben war da noch jemand gestorben, Ragel, weißt du das noch? War das Yannick? Irgendjemand ist hier. Ne, ich bin hier auf jeden Fall gestorben, glaube ich. Und da musste ich mir noch mein ganzes Zeug wiedergeben. Irgendwo haben wir hier das ganze Zeug noch ausgetauscht. Stimmt. Hier irgendwo an der Stelle hier. Und dann sind wir nachher weitergewandert. Hier über dem Hügel. Und der Sachbefehl war mal da, sagte Mojo. Ja, richtig. Sachbefehl war auch ganz oft am Anfang mit dabei. Ich glaube, wir müssen gerade kurz warten. Da hinten ist gerade, glaube ich, einer am Stehen. So, und jetzt bin ich auch so ein bisschen überfragt. Ich glaube einfach in die Richtung, oder? Wieder zurück jetzt, oder was? Nee, ja, wir sind da noch weiter. Lass uns schnell ein paar Boote bauen. Ey, lass uns ein paar Boote bauen. Guck mal, hier unten stehen noch der Crafting-Table, wo wir Boote gebaut haben. Geil. Hier steht noch der Crafting-Table. Hier hatten wir mal Boote gebaut, das weiß ich auch noch. Hat jemand Holz dabei? Nö. Hat irgendjemand Immer Holz noch dabei? Nicht. Nö. Hat irgendjemand Setzling dabei? Ich habe jetzt einen Ofen dabei. Der bringt uns nicht viel. Oh, die Bäume sind zu weit weg, ey. Das geht. Hier haben wir alle abgeholzt schon wahrscheinlich. Nee, hier war ja eine Weidefläche. Hier waren, glaube ich, nicht so viele. Ja, ich hole auch welche. Ich gehe mal in Pause. Ich habe einen Setzling. Ich habe eine Axt. Treffen wir uns gleich wieder am Crafting Table. Ich habe auch noch Axt. Wir haben nicht Knochenmehl. Dann können wir schnell einen Baum wachsen lassen. Ein Knochenmehl habe ich. Mit. Ja. Komm her. Ach, wo willst du? Dann nehme ich den anderen. Achso, ja, so zwei Nase schnell weh. Dir tut die Nase weh. Gewahrt seine Gesichtnase. Du bist Jäger? Im Wald. So, da dürfte das mal genügen, auf jeden Fall. Geh schon mal rück und zurück und crafte schon mal 5. Hier, habt ihr die hier angesetzt? Oder waren die hier schon? Die wurden gerade angesetzt, glaube ich. Achso, alles klar. Ich dachte, die sind auch noch von der Zeit, deswegen. Hab ich gerade überlegt, hey. Ach, den Leitermeister. Wer ist der Leitermeister? Blazy, bist du Leitermeister? Ja. Ja. Leitermeister. Oh, wie lange waren wir nicht erlaubt hier, ey? Ich glaube, nach den Folgen hier, nach dem Stream, waren wir nie wieder hier, ne? Wir haben das einmal verlassen, haben alles mitgenommen, Sachen gepackt und sind weg und kamen nie wieder. So, ich baue mal Boote hier gleich. Mhm.
doch relativ oft gestorben hier. Das weiß ich noch. Und dann vom Hauptspawn wieder neu hierher laufen. Boot. Wer braucht ein Boot? Boot. Paul, Boot. JR, Boot. Ja, ich baue mal bevor es aber dann nochmal eins, falls das irgendwie kaputt geht. Agel, Boot. Blazy, kennst du den Weg? Auch nicht gut. Nein. Dahinter liegt auch noch eins. Ich glaube, wir müssen einfach nur in die Richtung so ein bisschen hier. Nein, nein. Angel. Weiß der Mojo noch, wo es genau lang ging? Destruction Boot. Ach ja, ich kann mich erinnern. Ich kann mich erinnern. Wir sind irgendwie einfach bloß gerade rüber. Und da war so ein Ufer. An das war ich auch. Der Mojo ändert sich noch. Alter Schwede. Alter Schwede. Oh Gott, ey. Hey. Wie oft haben wir das gesagt? Ich nicht. Ich bin. Ach. Oh, ich bin schon wieder letzter. Ja, Mojo J hat leider voll Bambus bei mir. Aber es war eben schon wieder besser. Jetzt wird es wieder schlechter gerade. Auch im Livestream? Ja, ja. Man hört dich ja so, wie ich dich höre. Dave-Tonstörung hast du teilweise drin, ja. Und auch dumpf. Also wenn jetzt hier ein Palast erscheint, ne, dann... Guck mal, nee. Das ist doch diese Berglandschaft, wo jetzt die Höhle nachherkommt, ne? Ja, ja, genau. Wir müssen hier hinten ans Ufer irgendwie. Doch, hier muss ein riesiger Platz. Wir müssen hier in diesen so Fluss. Weg. Und hier vorne hatten wir gegen den Zombie. Im Fluss hatten wir gegen den Zombie gekämpft. Genau. Hier vorne, an der Stelle, wo ich jetzt bin. Der hat sein Boot geschrottet. An der Stelle haben wir gegen den Zombie gekämpft. Hier ist er irgendwie gestorben. Hier war im Wasser und haben wir die ganze Zeit auf ihn eingeprügelt. Weil wir Hunger hatten. Also komm. Du baust nur Holzbretter für ein Boot, aber bekommst Stöcke und Holzbretter wieder raus, weißt du? Ja, ja, total verarsche. Und hier geht's dann rein. Hier sind wir dann reingeflüchtet. Genau. Oh, da unten ist ja auch noch alles verbaut, ne? Und dann geht's hier rum. Hier. Hier runter ging das. Oh ja. Oh mein Gott. So, und dann hier links, glaube ich, oder? War das hier links? Ich glaube hier links. Wenn ich mich recht erinnere. Hier ist Kies. Du konntest nicht irgendwo noch eine Tür kommen, glaube ich. Oh, hier ist auch irgendwas passiert. Was war hier nochmal an der Stelle? Irgendwas war hier mal. Was war das? Da ist Creeper. Und hier ist das Lager. Zack. Geil. Ja, genau. Du kannst nur nackt schlafen, kam von hier, glaube ich, ne? Wir haben hier fast alles mitgenommen. Wir haben eingepackt, was ging. Wir haben alles zusammengecraftet. Ja. Das sind Öfen, haben wir auch alles rausgeholt. Ja. Wir haben hier alles rausgeholt und sind wieder zurück nachher. Ah, hier ist die Tür. Ja, hier hat Yannick alles ausgebaut. Diese komische Tür hier. Dann ist da die Mine, genau. Und hier haben wir die Mine gefunden. Mine! Und die haben wir auch lange erkundet. Oh, nein, so lange auch nicht. Ich bin jetzt fest. Schon einige hatte Zeit. Doch in der Einfolge hatte ich doch ein bisschen Kreislauf, weißt du? Oh, Ragel, weißt du noch, hier sind wir doch irgendwo. Warte mal, komm mit. Wo bist du? Hier hinten? Eisen vergessen oben in der Wand. War das hier? Nee. Ja, weißt du, wo du nächstes Mal was zu tun hast. Wo waren das große Höhlending da, wo wir beide durch den Enderman gestorben sind? Wo war das? Da ist die Fackel auch bei dir. Ich glaube, wir müssen hier irgendwo nach oben, ne? Ja. Es ging hier hinten noch irgendwo noch nach oben. Ihr habt nur Mist gemacht hier unten, ne? Wieso? Echt? Guck dir mal die Fackel doch mal an. Komm mal zurück. Echt? Oh, sehr schön. Ja, das kann nicht jeder. Wir haben ja Fackeln zum Schweben gebracht. Was ist das denn? Da würde ich mir jetzt im nächsten die Folge nochmal angucken und gucken, ob die Fackel hier schon mal schwebt. Die hat bestimmt ja nicht gebackt. Alles ist eher schuld. Ja. Da habt ihr dann die Melonsamen gefunden. Genau, Mojo. Hier hatten wir nachher Melonsamen gefunden. Aber was ich gerade suche, ist diese kleine Höhle, wo ich und Ragel gegen den Enderman gleichzeitig gekämpft haben und gestorben sind, beide. Genau. Wo ist die? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Irgendwo hier in dem Gang, aber... Das war ziemlich hier, von der Mitte, hier, oder? Ne? Hier unten war das, hier unten. Ich hab's. Hier war der Enderman. Hier stand der Enderman. Und von hier kamen wir und haben ihn angegriffen. Bam. Ja, Ragel. Stell mal hier hin. Hier stand der Enderman. Von hier oben sind wir gekommen. Von hier.
Dann haben wir den Enderman gesehen, wollten gegen den kämpfen. Stimmt. Und dann sind wir draufgegangen hier. Beide. Und dann sind wir wieder zurück und hatten Hunger. Und da oben ist noch Eisen in der Decke. Ja, hier hängt überall noch Kohle. Wie schlampig wir gearbeitet haben. Da haben wir es noch nicht so nötig. Nee. Jaya baut schon Kohle ab. Ja, man weiß ja nie, wann man zum Gebrauch kann. Kannst du dich noch dran erinnern, Blazy, an die Folge, wo wir hier gestorben sind? Yep. Ah, das war ein cooles Film. Ich glaube, da habe ich sogar das erste Mal Enderman gesehen. Nee, die musst du schon vorher gesehen haben, bei Gebrüder Enderman. Ja, bei Gebrüder Enderman, stimmt. Ja. Und wenn man da hinten irgendwie durchgeht, da ist man dann, da hinten haben wir die eben Lohnsamen irgendwo gefunden. Aber wo, weiß ich auch nicht mehr genau. Das weiß ich auch nicht mehr. Irgendwo hier. Aber ich bin ja nie so wirklich tief reingelaufen in die Mine, weil ich an dem Tag irgendwie auch Kreislaufprobleme hatte. Stimmt, du hattest so mega Kreislaufprobleme, da hab ich noch die ganze Zeit gesagt, geh, wenn es geht, geht nicht. Ja. Genau. Ich hab tapfer durchgehalten. Na, eigentlich macht man da nicht Ragel. Eigentlich geht man dann zum Arzt oder legt sich hin. Genau. Kriegst du mal nachwirkend nochmal eine Backpfeife. Ja, manchmal habe ich eine Backpfeife für den, das stimmt. Ja, schön, das mal hier wiederzusehen. Nach Ewigkeiten mal wieder hier. Ja, und das war doch die Folge hier, du kannst nur nackt schlafen. Du kannst nur nackt schlafen, genau. Da konnten wir mal nicht schlafen. Genau. Komm, schlafen nochmal in dem Bett hier. Ja, und dann eigentlich haben wir uns nachher aufgemacht. Und haben dann auf dem Rückweg nachher nur noch ein paar Pferde gezähmt. Und sind dann wieder zurück. Ja. Wir ist nicht schlafen, wir haben keine Betten. Wollen wir am Hauptspawn spawnen? Habe ich denn immer noch so schlechtes? Wollen wir am Hauptspawn spawnen, Leute? So viel Zeug, oder? Nö. Komm doch. Nee, wir können auch zurückgehen. Ist mir egal. Also töten den Sack. Ja, man hat so viel im Inventar, ne? Ich will. Ah, nee, das lass mal lieber. Ja, wir lieber die Sachen. Wir sind da eh nicht öfter. Ja, klar. Eigentlich schon. Na komm. Tom, töten! Drin. Töten wir uns gegenseitig! Oh, ich töte sie alle! Und auch den Paul! Nein! Oh, Paul, du musst das so machen. Moin! Ja, warte ich mal erstmal irgendwo hoch, irgendwo runterfallen. Ich hab da geschlafen, super. Hey, ich will nicht nochmal. Oh. Ich hab grad Tag angemacht. Bleib stehen! Ach nee, nützt ja gar nichts. Warte, ich mach dein Bett kaputt. Na. Wer ist denn da gespawnt noch? Ich? Komm, wir suchen uns mal. Komm, wir suchen. Ja, der war sein Bett. Ich hab dein Bett jetzt kaputt gemacht. Komm, wir suchen eine Stelle, wo wir runterfallen können. Wir können uns auch einfach ganz, ganz weit hochbauen. Baumfeind! Ja, gut, oder so. Auch mein ganzes Inventar hier. Ja, meins auch. Oh, ich will auch Baumfeind machen, warte. Ich brauch noch einen Baum. Ja, toll, wir ey, du hast mir das Ding angesagt. Wir können uns auch ertrinken lassen, komm. Ja, wo hast du denn was? Wo bist du denn? Sucht euch einen schönen schmerzhaften Tod aus. Ja, wo ist hier? Alter, ich stepp gleich. Da. Ja, ich bin. Nicht, Alter. Ich töte den! Ich steh drunter. Alter. Hagel! Oh. Boah, trinken geht fast nicht. Die tapferen Paul und Blazy sind zurückgeblieben, sagt der Mojo. Die ertrinken. Ach ja, ertrinken. Warte mal, ich stell mal auf schwierig. Dann müsstet ihr ertrinken. Boah. Jetzt. Zack. Zack. So, dann können wir wieder auf einfach stellen. Ja, wieder da. Reaper. Ja. Ich bin hier unten, Hilfe. Ist nichts mehr. Welche Baum? Wo ist er? Ah, da oben. Moin, Blazy. Ja, da bin ich auch mal gespawnt. Ja, du bist auch mal um den Baum gespawnt hier. Das ich war das sogar, nachdem du vom Enderman getötet wurdest, oder? Ja, genau. Da hab ich mich nicht runtergetraut, wo hier unten Creeper rumlief. Musstest du mich extra abholen, irgendwie so. Stimmt, genau. Da hat er Schiss gehabt. Ja. Und dann sind wir wieder zurück. Oh, jetzt regt. Alter, immer dieses Ändern hier, das geht mir um den Sack. Es schneit. Ey, es schneit. Nicht gehauen. Es schneit. Sind wir zurück, haben uns Pferde gezähmt, haben die in eine Scheune gebracht. Und dann haben wir eigentlich auch den Stream nachher langsam beendet, ne? Ja. Und dann kam der nächste Stream und dann haben wir die ganze Zeit einfach nur noch gesagt: Lass uns mal einen Platz suchen, wo wir eine Baumschule bauen können. Oh. Alter, wie das genervt hat einfach, ey.
Die ganze Zeit. Hast du jetzt einen Platz gefunden, wo wir Baumstümpel bauen können? Ja, hier haben wir mal einen schönen Platz gefunden, wo wir eine Baumstümpel bauen können? Auf jeden Fall haben wir einen schönen Platz gefunden, wo wir eine Baumstümpel bauen können. Mal das so rot, wie ich bauen können. Nee. Lieber eine Baumstümpel bauen. Und dann kam ja auch der erste Gast, den wir nicht kannten hier auf die Welt. Das war dieser Magier-Typ da. Ich weiß nicht mehr, wie er genau dieser, hieß. Dieser Lukas? Nee. Ja, ich glaube, der hieß Lukas. Ach, das war Lukas. Ja, der hatte so Magier-Skin. Und der hat er dann hier mitgemacht. Was haben wir mit dem gemacht? Wir haben eine Erde geklatscht, glaube ich, ne? Ja. Den Platz ja, und dann? Haben wir vorbereitet. Und dann kam Jaya ins Spiel. Jaya und Livestream. Mit Jaya habe ich dann zusammen den nächsten Livestream angekündigt. Der Ragel war irgendwie nicht da und Jaya hatte dann mich gefragt, ob er auch mal mitmachen könnte. Und dann habe ich gleich mit ihm den Livestream den nächsten angekündigt. Was haben wir denn da Schönes gemacht, Jaya? Weißt du es noch? Klatscht, oder? Das ist alles als beliebte Dachaufrummeln. Was sonst? Ja, wir hatten irgendwie Bäume gefällt noch. Und, Wir hatten eine Truppe, was von der Brücke bis zur Farm. Ja, nee. Bis zur Tieraufbewahrungshaus. Ich komme gerade nicht drauf. Ja, haben genau. Haben wir dann den Erdeausritt gepusht. Richtig. Ach, du Sand. Ja, wir haben den Sand weggemacht und Erden gemacht. Wir haben uns so eine Begrenzung gemacht, bis wo wir das machen, und da hatten wir dann alles mit Sand mit Erde ausgetauscht sozusagen. Oder Erde mit Sand ausgetauscht. Genau. Richtig. Und dann, das waren eigentlich zwei Folgen, ne? Glaube ich, zwei Ankündigungsfolgen, und dann kam der nächste Stream. Und da kam das Portal in den Tod. Und das große Sterben. Der erste Todescounter hier im Let's Stream Minecraft. In Folge 54. Wo wir einfach das erste Mal in den Nether gegangen sind, auch schwer und die ganze Zeit verreckt sind. Juhu. Da hatten wir uns da so ein kleines Sicherheitshäuschen dann gebaut irgendwie und da haben die ganzen Guards auf uns geschossen. Ich weiß noch, da war der Spargel draußen und die anderen, glaube ich, J.A., Yannick und ich weiß gar nicht mehr, wer war noch dabei? Blazy, warst du dabei? War da Anne und Kingo schon dabei? Nee, die waren noch lange nicht mit bei. Noch lange nicht. Lange nicht. Und da weiß ich noch, war ich ja in dieser kleinen Butze war ich ja dann da drinnen und hab Spargel zugeguckt, wie er draußen gegen die Gas kämpft. Komm, Spargel, du machst das, haben wir dich doch angefeuert. Angefeuert. Ja. Komm, Spargel. War das nicht später? Nein, das war da. Das war beim Portal. Da war ich dabei. Da warst du dabei? Oder war das doch Stream dabei? Da warst du im Stream dabei, glaube ich eher. Das kann sein. Weil das war da, glaube ich. Da waren wir dann mit Jaya auch unterwegs. Und Jaya ist dann ja auch noch gestorben vom Gas und so. Da waren wir das erste Mal da drin. Und dann gab es da den Todescounter. Warum waren wir da drin? Wir haben die Festung gesucht. Und wir haben ja nachher auch die Festung noch gefunden. Stimmt. Und da war ich ja mit... Hat Jaya mich nachher noch irgendwie da nochmal zurückgeholt? Ich weiß es gar nicht mehr. Also dann auf jeden Fall bin ich mit Jaya, das weiß ich noch, wieder zurückgeflüchtet. Aus dem Nether. Und dann haben wir angefangen, die Baumschule zu bauen. Da sind wir doch dann drinnen gestorben und du hast das restliche Zeug und hast nicht genug Platz im Inventar. Ja, genau, und dann musstest du auch nochmal kommen. Musst du nochmal einer zurückkommen und dir helfen, das nicht rauszuholen. Und Sparger gesagt, nee, ich komme jetzt nicht mehr zurück. Und dann hattest du dich bereit erklärt, dass du nochmal kommst und hast dann den Rest mitgenommen. Und dann sind wir einfach nur noch zurückgerannt, schnurstracks. Ja. Ja. Stiffy schreibt, cool, du streamst auch gerade Minecraft wie ich, haha, so ein Zufall, wie geht's? Nicht Werbung machen für deinen eigenen Stream, Stiffler. Echt? Woher? Gut geht's. Da hab ich selbe Farbe. Und der Mojo schreibt, und da haben wir uns voll lange über Kindersälen unterhalten. Genau, wir haben angefangen, die Baumschule zu bauen und haben uns dann erstmal die ganze Zeit über alte Zeichentrickserien unterhalten. Das weiß ich auch noch. Genau, das weiß ich auch noch, ja. Über CatDog, über Biene Maja, über alle möglichen Zeichentrickserien und dass heutzutage die Zeichentrickserien alle so scheiße sind, Bob der Baumeister und so. Und währenddessen haben wir die Baumschule eigentlich gebaut. Können wir aber zur Baumschule gehen, wenn wir eh gerade über die Baumschule reden? Baumschule. Zu dem Platz, wo wir eine Baumschule gebaut haben. Weil der Rastloch. Ja, einen Platz, wo wir eine Baumschule bauen können. Guck mal, ein gelbes Schaf. Ja, das hat mich geil. Stopp, Schaf. Hey, das gelbe Schaf in Ruhe, das ist cool. Endlich ein Stamm. Ha! Ich habe mich Blumen und Weizen sammeln im Winter. Ich habe auch eine Blume im Moment. Rote Rosen soll es. Ich habe euch allen eine Blume geschenkt. Danke, Blazy. Ich finde das toll, hier freilaufende Schafe zu färben. Ja, ist doch schön. Die spawnen zwar wieder weg.
Da macht er nichts. Aber irgendwo kommen sie auch wieder. Die Baumschule war auch eine schöne Arbeit. Jaya hat mitgeholfen, Spargel, Yannick war mit dabei. Genau. Da haben wir ordentlich dran gebastelt. Eine schöne Baumschule geworden, kann man schön. Halt, die war noch viel größer geplant, ne? Die hattest du mir ja noch verkleinert, ne? Wir haben die nachher noch ein bisschen verkleinert, ja. Zu der einen Seite da, glaube ich. Ja. Aber so reicht die auf jeden Fall. Irgendwann müssen die Fackeln dann noch hier weichen und Glowstone rein. Dafür müssen wir natürlich wieder in den Nether rein. Ja, sterben. Aber waren schöne Folgen hier auf jeden Fall. In der Baumschule. Din. Was hatten wir denn gemacht? Wanddurchbruch, das war dann nachher oben in der Höhle, in der Bergputze. Da haben wir uns nachher ganz durchgegraben irgendwie. Und dann hatten wir die nächste Livestream-Ankündigung, hatte ich dann mit Spar gemacht. Da haben wir einfach in die andere Richtung die Welt mal ein bisschen erkundet. Hatten wir dann Hexenhäuschen gefunden da, das unbewohnt war. Und haben noch ein Dorf gefunden. Und das Dorf, das wollte ja der Paul dann immer die ganze Zeit verbinden. Mit unserer Welt hier. Das ist ja gut gemacht. Mit den Schienen, was eigentlich total umsonst war. Wie wir im Endeffekt jetzt rausgefunden haben. Ach, das viele Eis. Egal. Aber der jetzt haben wir genug Schienen, falls wir mal irgendwie eine große U-Bahn bauen möchten. Ja, ich wäre mal dafür. Das und dann hatten wir die Baumschule ja fertig dann nachher und wollten dann ein bisschen Holz farmen und waren dann die ganze Zeit hier beim Holz farmen und haben dann... Genau, da war Manu nachher das erste Mal auch im Chat, ne? Glaube ich. Da hatte Blazy doch noch gesagt, ist das Manu? Das ist doch nicht die Manu, weil er eine andere Zahl am Ende hatte, weil er im PSN hatte eine 222 am Ende. Und im Chat hat er dann eine 909 hinten dran gehabt. Dann hatten wir das Thema Terror Barbie ja nachher auch noch. Killer Barbie, Terror Barbie. Und dann kam ja nachher der Blazy mit dazu, mit dem Manu. Hier in die Welt. Ja, das war schön. Mit was hast du denn angefangen hier in der Welt, Blazy? Weißt du es noch? Was waren deine ersten Sachen, die du gemacht hast? Ach, die ersten Sachen, da war ich ja so schüchtern. Da habe ich einfach nur alles gemacht, was der Yannick gesagt hat. Da war zuerst der Terraforming für sein Haus. Ja. Dann Terraforming für mein Haus. Und dann mein Haus, ja. Und ich weiß noch, dass ich dich irgendwie in deiner ersten Folge angeschrien habe, dass du mich anschreien sollst. Ja, genau, weil ich das alte, blöde Headset hatte. Ich schrei mir an! Ja, ist doch gut, hast du dann irgendwie gesagt. Ich war doch noch so schüchtern. Ja, natürlich. Gar kein Problem. Das war geil. Ja, und dann eigentlich kurz darauf, nachdem das passiert ist, kam ja eigentlich Yannicks legendäre Folge. Yannick rastet aus. Was ist denn da passiert? Kann sich da einer dran erinnern? Wer möchte erzählen? Wer hat noch nicht so viel erzählt heute? Komm, Paul. Was? Da war ich noch nicht da, oder? Nee. Kennst du die Folge Yannick rastet aus? Ich glaube, da habe ich mal kurz reingeguckt, aber da muss ich mich nur dunkel dran erinnern. JR? Also sage ich lieber nix. Ich muss überlegen, wie das war. Ich glaube, Yannick ist doch einmal vom Creep erledigt worden. Genau, der wurde zweimal getötet. Von was genau, weiß ich auch nicht mehr. Und dann wurde er irgendwie wieder hinter, wurde ein drittes Mal getötet und dann ist er, glaube ich, total ausgerastet und hat seinen Controller unter Mitte zerbrochen. Ja, richtig, der hat seinen Controller weggeschmissen und auf den Boden gepfeffert, ist voll ausgerastet und sein Controller war kaputt. Da musste er während des Streams zum Saturn fahren noch oder ins Mediamarkt oder was auch immer und musste noch einen Controller kaufen gehen. Das Thumbnail von der Folge, das Folge 67, da habe ich sogar, da habe ich Yannick nur angeschrieben, dass er mir noch ein Bild schicken soll von seinem kaputten Controller. Das ist immer noch das Thumbnail von der Folge. Kann man sich seinen Controller nochmal angucken. Das war doch der. Doch, das ist war das der. Ist das ein originales Foto? Das ist ein originales Foto von Yannick, ja. Das hat Yannick mir damals extra noch zugeschickt. Und das habe ich dann bearbeitet und habe es als Thumbnail dann extra genommen. Weil ich wollte nicht einfach so einen kaputten Controller. Hä? Ich erinnere mich anders daran. Wie anders? Dass Janik dir das Foto schicken wollte, aber dann wie immer das verduselt hatte und viel zu spät dir das Bild kriegen musste. Nee. Das kam nee. Das Bild. Das kam von dir. Das mit IE Fafti, da hat er ziemlich lange gebraucht. Da musste ich noch im letzten Moment noch zusammenschneiden. Aber das hat er mir rechtzeitig gesendet. Das habe ich dann nur noch bearbeitet. Okay. Das ist das Originalbild von Janiks Controller bei der Folge. Das war legendär. Der Erste, der seinen Controller zerbrochen hat von uns. Wegen Creeper. In Minecraft. Ja, aber so eine Situation kenne ich aber auch. Ja, bei Minecraft? Ja. Nee, in GTA, wenn wir Blitzer spielen. Gut, ich habe in Minecraft in irgendeiner Folge auch mega laut einmal Money geschrien, weil ich auch schon wieder gestorben bin von so einem blöden Skelett.
Da ich noch geschrien vor, hilf mir, hilf mir, hilf mir doch. Und dann bin ich gestorben und dann, Mann, ey! Aber das schreit man einmal raus, weißt du, aber ich würde nie meinen Controller wegwerfen. Gerade in Minecraft nicht. Andere Spiele, bei allen Spielen, kann ich mir das vorstellen. Also dafür habe ich so eine Schaumstoffecke bei mir im Wohnzimmer. Ja. Ja, und dann musste Yannick sich halt einen neuen Controller holen. Danach haben wir angefangen, den hässlichen Raum zu bauen, weil wir haben uns ja immer wieder mal lustig gemacht über dieses hässliche Kontrollhäuschen und haben dann gesagt, wir bauen nur noch hässliche Sachen. Und dann haben wir an Spargel und ich uns gedacht, ja komm, dann bauen wir mal was richtig Hässliches und bauen einen richtig hässlichen Raum. Den haben wir dann in Angriff genommen und da können wir jetzt mal hingehen. Und das ist ja dann auch unsere sozusagen Mitspielerwand. Mitarbeiterwand. Mitarbeiter des Monatswand. Nee, unsere Mitspielerwand. Alle Leute, die schon mal hier auf der Welt waren, haben sich da eingetragen, stehen auf der Wand drauf. Und unser Portal steht da drin. Also hat es eigentlich relativ, ja, dann noch zum Schluss dann, irgendwann. Nee, Eratok war ja noch gar nicht dabei. Der kommt ja erst ab morgen. Und, ja, unsere Besucherliste, alle Leute, die schon drauf waren auf der Welt, haben sich hier eingetragen. Ich, das Arschloch, Spargel, der Dauergast, King Coach Carter, die Headshot Bitch, Jaya, der Ossi aus dem Osten, Servus, Jumper, aka Anne, schwebt hier ihr Unwesen, Paul, GTR, have a nice day, Lukas, Erat, have a nice day, have a nice day, have a nice day, have a nice day. M&M, Manu, SPVG, 223, das ist Minecraft. Von Anfang an dabei Yannick, Tim M. King wird eh abkacken. Irgendjemand steht mir weg. P und T von Tag 1 dabei, obwohl es gar nicht stimmt. Gezeichnet Zocker, da war irgendwann zwischendurch mal drin. Nasat 91, der hat ja das schöne Häuschen gebaut. Können wir uns ja auch mal angucken. Der Stille, Blazy, danke for all. Es hatte kein Ü. Ja, UE macht's auch. Aber so still bist du da gar nicht mehr. Das geht ja schon. Nö. Irgendwann hat es dann Pum gemacht. Dann bist du explodiert. Black 09 Snake. Es steht da noch was dran, nö. Und Nudel 243, die letzte. Und Krankenwagen bei Paul. Wahrscheinlich. Ja, ja. Ja, schöner, hässlicher Raum, wie ich immer gerne sage. Ist uns doch gut gelungen. Ist schön hässlich geworden, auf jeden Fall. Aber sieht auch irgendwie schön abstrakt künstlich aus. Auch so viel Rotz reingefettert. Pilz auf dem Diamantblock. Pilz? Oh, ja, Tatsache. Tatsache, der ist ja rübergewachsen. Ja. Kontrovers. Auf dem Diamantblock. Ist ein Zauntor? Tatsache, ein Zauntor sogar. Das hat Yannick auch immer gerne gemacht. Oh ja. So. Ja, das. Der hässliche Raum, da haben wir auch lange dran gebaut, glaube ich, ne? Währenddessen haben wir noch Flachwitze gezogen hier. Ja, in der Zeit Witze gemacht. Erst haben wir gebuddelt hier und dann irgendwann haben wir noch einmal gesprengt, ne? Ja, genau. Sag mal, darf ich mal fragen, was das denn eigentlich werden sollte? Hier am Ende des Gangs hört mich alles auf. Ich weiß nicht, wir haben uns mal hier durchgebuddelt, warum auch immer. Ich weiß nicht mehr, warum. Dann hört auf einmal auf. Ja. Nein, dann geht's weiter. Wir haben ja einfach so einen Wanddurchbruch gemacht. Das da hinten war ich nicht. Seite? Das war ich. Das war ich. Ach, das warst du. Und ja, Bambus. Aber warum? Hallo. Ich höre dich, jetzt ganz gut eigentlich. Aber warum wir uns hier durchgebuddelt haben bis zum Ende, das weiß ich bis heute nicht mehr. Ich habe es vergessen. Das weiß ich nicht. Wir hier mal was reinbauen. Beim Wollen blieben, aber okay. Keine Ahnung. Ich glaube, das war doch in dieser Ideendurchstrecke. Warum ist da oben eine Treppe in der Wand? Ja, hier ist alles komisch. Das wollten die Bergputze wollte ich eher nochmal irgendwie schön gestalten, aber weil die sieht ja mega hässlich aus. Aber ist ja auch noch nicht zugekommen. Aber das muss ich unbedingt mal irgendwann nochmal machen, das sieht ja nicht hübsch aus hier. Ja, was ist die nächste Folge, über die man noch mal sprechen könnte? XP-Farm Spargel Diamantenjäger, wo Blazy die ganze Zeit Diamanten gesucht hat und dann ist Spargel losgegangen, hat direkt Diamanten gefunden irgendwie. Und da ist ja in den Folgen noch was anderes passiert, Blazy. Kannst du dich noch erinnern? Du bist irgendwie schlafen gegangen und bist immer wieder irgendwie in so einem roten Wasser, leuchtendem Wasser aufgewacht. Dem orange leuchtenden Wasser, genau. Erzähl uns doch mal die Story. Was soll ich da erzählen? Das war mir peinlich. Erzähl! Hau rein. Ja, ich habe ja da mein Bett neben die Lava gebaut. Weil ich dachte, ja, dann bin ich ganz, ganz schnell im Gang wieder. Ja, dann bin ich gestorben. Nee, ich ging schlafen, genau, ich ging schlafen. Wache auf,
Boom, ich brenne. Super, ich sterbe, bin am Hauptspawn. Nö, stimmt, dann bin ich ja wieder irgendwie neben dem Bett, wieder in der Lava. Ganz komisch, das war lustig. Und wieder gestorben. Und wieder in der Lava gespawnt. Vielleicht und doch sieben oder acht Mal. Und wir mussten dann ja runter irgendwie dein Bett kaputt machen, ne? Ja, genau. Wer hat das eigentlich kaputt gemacht im Endeffekt? Das warst du, glaube ich, ne? Ich war da runtergerannt auf jeden Fall, ja, das weiß ich. Ja. Habe ich das Bett auch kaputt gemacht, ja, ne? Das muss ich mal fragen, eine Folge, die noch davor kam, die Prophezeiung. Was war denn das? Die Prophezeiung ist, wo ich gesagt habe, heute ist der Stream noch gar nicht abgekackt. Ach ja. Und dann die nächste Folge ist, die Prophezeiung wird wahr, da ist der Stream nämlich abgekackt. Und dann direkt danach. Ja. Ach ja, da war ja was. Richtig. Ja, danach kam noch die legendäre Folge, wo wir im Nether waren und da hat ein Skelett das erste Mal einen Schädel gedroppt. Und der Spargel, wie war deine Reaktion? Ein Schädel! Spargel ausgerastet. Das sah so aus, als wenn du ihn übersehen hättest, deswegen habe ich das so betont. Oh ja, die schöne Schädelfolge. Ein Schädel! Jetzt haben wir mittlerweile schon zwei. Und es gewittert. Geil! Wir machen nachher nochmal Gewitter, Oh. Erstmal wieder schön. Geil. Ja, und nach dem Schädelfolge gibt's haben wir eigentlich... Gibt's auf der PlayStation-Version eigentlich auch Blitze? Ja. Ja. Hast du noch nie gesehen? Können auch einschlagen. Nö. Ja, die können auch einschlagen. Noch in der Wüste. Wenn ein Dorfbewohner von einem Blitz getroffen wird, verwandelt er sich in eine Hexe. Nein, aufgeladenen. Das ist nur vom PC. Das ist beim Creeper. Steine-Pigman. Ja, beim Creeper, genau. Wie beim Creeper. Dann verwandelt er sich. Wenn ein Blitz getroffen wird, verwandelt er sich in einen aufgeladenen Creep, der dann doppelt bis dreimal so viel Sprengwirkung hat. Ja, aber ein getroffener Dorfbewohner verwandelt sich in eine Hexe. Keine Ahnung, ich dachte, man fällt tot um. Nee, und da gibt es ja auch den Schweinepigment, wenn ein Schwein vom Blitz getroffen wird. Okay. Dann haben wir Steak. Habe ich hier alles halt noch nicht auf der PlayStation erlebt, überhaupt noch nicht. Das ist auch mega selten. Ich wüsste nicht, dass bei uns schon geht. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Wäre auch nicht wichtig eigentlich, das bräuchten, könnten sie lassen, erstmal einbauen. Ja, und dann haben wir uns nach der Schädelfolge haben uns überlegt, wenn wir eine Wand haben für die Mitspieler, brauchen wir auch eine Stammzuschauerwand. Aber es gab ja einige Leute, die immer mit zugeguckt haben, wie der Mojo zum Beispiel oder der LPG-Mehrstreifen oder Denzel war zu der Zeit auch viel da, Max war viel da, Nikkei. Und dann haben wir angefangen, uns den Platz auszusuchen hier. Ich weiß nicht, irgendwer hatte doch gesagt, baut das hier zwischen. Das ich war Manu. Das war Manu. Manu. Genau, Manu hatte die, dass wir das hier zwischenbauen. Und dann hatten wir uns hier schön die Mitte ausgelotet, haben uns schön alles geplättet, ein bisschen Terraformen betrieben und haben das dann hier angefangen zu bauen. Was ein bisschen schwierig war, wir wussten halt echt nicht, wie wir diesen Boden hier machen sollten. Und dann hatten wir auch auf viele Kommentare dann gehört aus dem Chat. Irgendjemand hatte das dann vorgeschlagen mit dem Wasser unten drunter und darunter Glowstone und dann Glas drüber. Und ja. Da haben wir mir so ein bisschen hin und her überlegt. Und in der einen Bauphase habe ich mir so einen tollen Bambus gehabt, weißt du noch? Ja, richtig. Aber nee, da hatte ich auch mega Bambus. Wenn du dir die Folge anguckst, die heißt ja Bambusleitung, ist die Qualität von der Folge ziemlich schlecht. Ja, das stimmt. Selbst ich hatte mega Bambus. Ja, das war schon eine krasse Bambusfolge. Ja, und hier haben wir viel rumgefriemelt, ne? Wir wussten auch nicht, wie wir das mit dem Wasser hinten machen. Da haben wir so viel rumprobiert immer. Rumexperimentiert. Aber im Endeffekt ist es echt gut geworden. Auch wie das so hier mit dem Wasser so runterfließt mit den Kakteen, sieht echt gut aus. Wir brauchen nur noch mehr Stammzuschauer. Mit den Ranken noch ein bisschen rumexperimentiert, aber das sah ja auch kacke aus, haben wir wieder abgemacht. Ja, weil die so gelblich aussahen hier, ne? Weil das ja, halt Wüstenlandschaft ist, ja. Wenn die richtig grün, saftig grün aussehen würden, würde es wahrscheinlich gut wirken sogar noch. Ich sehe gerade Folge 90 die blöde F zensiert. Das war, da waren wir beide alleine. Das war ein Ankündigungsstream. Okay. Da waren wir beide in der Mine, haben Stroke Mining gemacht. Ja. Dann habe ich da ein Loch in der Wand gegraben, da kam Wasser raus, ich habe mich hochgeschwommen und dann stand das blöde F. Da habe ich gesagt. Der hat sich gleich direkt mit Tränke, glaube ich, auch auf mich geschmissen. Was hast du denn genau gesagt? Was waren deine genauen Worte, Rage? Das kann ich jetzt nicht sagen. Was waren deine Worte, Rage? Buchstabier als uns. Und der Mojo schreibt gerade, da war Spargel zum ersten Mal Blaunippel. Ah, gut zu wissen. Echt? Ja, Mojo, dass du das noch weißt. Ab, na, jetzt musst du wieder Blaunippel werden, Rage. Oh, Blaunippel. Wo ist das? Ja, Blaunippel, da warst du das erste Mal Blaunippel. Was waren deine genauen Worte so jetzt nochmal? Die blöde Fotze, glaube ich. Ja, Mann, er hat's nochmal gesagt. Genau, richtig. Ja, der hat sich wieder so erschrocken. Ich schwimme da dieses blöde Wasser hoch, um das oben zuzumachen. Mit mal höre ich bloß Klirr.
Und da habe ich gleich gewusst, Hexe. Ja. Und jetzt hat man den Elan von diesem Moment. Was von diesem Moment? Mit dem Elan. Ach so, genau. Ich weiß nicht, ob ich da... War ich da laut? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe gesagt, die blöde Fotze. Oh, die blöde Fotze, glaube ich, hast du geschrien. Ja, die blöde Fotze. Und Dave hat ein Lachbrechen. Oh ja, ich habe mich sehr gefreut darüber. Ja. Und dann kam Dave nachher, wollte mir helfen und dann war sie schon weggespawnt. Dann war das nicht sogar die gleiche Höhle, wo diese Spinne war, die ich nicht gesehen habe, die unsichtbare? Nee, das war später, ne? Das war später. Das war später. Ja. Das war richtig. Später, ja. Keine Kraftausdrücke, Spargel, sagte Mojo. Entschuldigung. Da haben wir noch den Spawner ohne Spawner, habe ich noch gefunden da. Dann haben wir uns über PS4 und PC unterhalten noch. Und dann kam der nächste Stream, da haben wir das Versteckspiel gemacht. Da war der Blazy viel zu nett und hatte mal seinen Namen aufgeblendet, damit ich ihn finde. Das weiß ich noch. Oh. Da habe ich die ganze Zeit gesucht. Ich habe stundenlang gesucht. Oh, egal, hätte ich halt stundenlang gesucht. Ja, das Versteckspiel war auch ganz cool. Das war. Nee, gar nicht schlimm, überhaupt nicht. Das war auf jeden Fall lustig. Wer war denn da dabei? Warst du dabei, Jaya, bei der Folge? Nee. Bei welcher? Wo bei der Versteckspiel? Ja. Ja. Da kam ich erst später dazu. Ah, am Anfang war ich nicht dabei, weil ich da nur unterwegs war. Ja. Ah, okay, alles klar. Stimmt. Ja, Blazy war dabei, Yannick war dabei, Spargel war dabei, Manu war dabei, glaube ich, auch noch. Und das war's. Nee, das Manu war's. War da auch nicht bei. Doch, oder? Manu war da, glaube ich, mit bei. Oder? Ich weiß es jetzt auch nicht mehr hundertprozentig. Jedenfalls haben wir Verstecken gespielt. Spargel. Das wollte er nur hören. Das wollte er nur hören, deswegen hat er nochmal nachgefragt. Ja, was ist so umsonst so in der Zeit passiert? Ja, wir haben ja eigentlich weitergebaut. Manu hat dann hinten seinen Wasserpalast gebaut gehabt, ne? Seinen großen, mit der Lavawand und so, wo wir letztes Mal die, genau. Also und dann hat ein Haus gebaut. Und dann kam eigentlich nachher schon Folge 100. Und da kam ein neuer Herr dazu, der sich hier hinter diesem Drachenei versteckt. Paul! Genau zur Jubiläumsfolge ist Paul dazu gestoßen. Folge 100. Welche Minute, Paul? 12. 12 Minuten. Richtig. Da ist Paul dazu gestoßen. Mitten im Stream. Da habe ich ihn dann noch abgeholt. Und Yannick ist gegangen und ich habe dann Paul abgeholt. Haben uns letztes Mal nochmal zusammen angeguckt, die Folge. Ja. Was waren denn deine ersten Schritte hier auf der Welt, Paul? Weißt du das noch? Sachen sammeln, glaube ich. Ich habe mein Häuschen gebaut. Ich habe die Sachen durfte aus dem Lagerhaus hernehmen und dann fing ich an, mein Haus zu bauen. Beziehungsweise einen Platz auszusuchen und dann ja, fing ich an, mein Häuschen zu bauen. Guck, gehen wir mal zu deinem Häuschen. Ja. Natürlich ist natürlich immer blöd, die Sachen, die so zwischendurch entstanden sind, da kann ich jetzt nicht nachvollziehen, welche wann entstanden sind, weil das sind dann meistens immer so eine Rundgangfolgen am Ende gewesen, wenn wir uns das angeguckt haben. Ja, das allererste, was an meinem Haus entstanden ist, war ja die Fassade. Ja. Ja, richtig, die stand dann auch ziemlich lang, genau, die Fassade, ja. Die sah schon geil aus, da war ich schon gespannt. Aber der Rest. Man darf nicht genau hingucken. Paul, nicht schon wieder so pessimistisch. Sehr schönes Haus auf jeden Fall geworden. Und Blazys Traumhaus kam ja auch noch dann irgendwann. Wo Spargel sich ja total verliebt hat in Blazys Haus, wo wir uns das angeguckt haben. Ja, und Spargel wollte unbedingt einziehen. Ja, stimmt. Am Ende des Streams sind wir dann noch mit der Wasserrutsche von Manu runtergefahren. Ja. Das weiß ich auch noch. Ich habe die Wasserrutsche jetzt hier oben schon gesucht. Die da hinten ist. Wo ich mein Haus angefangen habe zu bauen, da fing JR unter Wasser an zu bauen. Ja, genau. Ihr habt zusammen hier gebaut. Das weiß ich auch noch. Das ist richtig. Und dann ist Dave ja auf Haussuche gegangen. Genau. Da habe ich ja geguckt, wo ich mein... Ja, genau. Ich musste ja suchen, wo JR sein Hauschen baut. Und da hat das ja unter Wasser gebaut. Das war dann ziemlich schwierig zu finden. Und der Mojo schreibt, da war Paul noch Elvis. Paul! Zeig uns den Elvis! Mach uns den Elvis! Warte. Love me tender, love me true. Ja, Pauls erster Skin hier. Mit dem bist du auch auf die Welt gekommen, ne? Richtig? Ja, richtig. Jaya hatte immer den Skin. Der war immer mit dem Skin hier auf der Welt. Hattest du zwischendurch einen anderen? Ja, genau, du hattest zwischendurch halt den Simpson noch, ne? Du kannst auch mit uns reden, Jaya. Ich
Ich würde das mal so probieren, ob es klappt. Es hat geklappt, auf jeden Fall. Schön. Und ja, Blazy, du hattest immer den Skin, ne? Du hattest immer, ja, glaube ich, den Skin. Ja. Du hast dich nie. Ich hatte ab und zu mal diesen Simpsons-Skin. Ich war immer Packer an das. Welchen Blazy? Welchen Simpsons-Skin hattest du? Den? Echt? Nelson. Das waren aber echt wenige Folgen, denn, oder? Echt? Warst du mal Nelson? Ich kann mich auch nicht mehr erinnern. Das war nur auf der Unit-Map. Ah, okay. Ja, gut, das zählt hier nicht. Ja. Mach dich wieder zu deinem Robinson. Ich weiß, dass Yannick, der auch hier als Hausmeister Willi rumläuft, wenn ich da bin, läuft auch damit rum. Ja, das kann sein, aber Yannick hat ja auch mal einen anderen Skin noch. Der Yannick-Skin, das weiß ich gar nicht mehr, welcher das war immer. Und Manu hat ja keinen festen Skin, der wechselt ja immer wieder durch. Ja. Genau. Aber was Yannick hat, weiß ich auch gerade gar nicht. Ich weiß, welchen er hat. Wenn ich sehe, weiß ich's. Der mit der Krawatte. Der hier, das ist Yannick. Ja, genau. Das ist der typische Yannick-Skin. Maya, 117 HD, Hallöchen. Sieht doch aus wie so ein Yannick. Das sieht richtig so aus wie so ein Yannick, weißt du? Ein bisschen, als ob er schielt, so ein bisschen. Hey. Ich sortiere alles nicht ein, mir egal. Bei Flotter 3er war das nicht Yannick, ne? Bei Flotter 3er doch. Nein, da war das nicht Yannick, ich hab gerade nachgeguckt. Da hatte aber bei Flotter 3er hatten wir alle eine Rüstung an, oder? War das so? Nee. Warte, wir mal hatten eine Lederrüstung an, oder? Ich guck gerade mal, Flotter 3er, Folge 14. Ich sehe das gerade gar nicht so richtig hier auf dem kleinen Screenshot. Ich will das jetzt nicht groß machen. Guck du mal nochmal nach, sonst. Eine auf andere Farbe. Auf meiner Facebook-Seite kann man ja auch mal ganz gut die ganzen Thumbnails in groß angucken. Da lade ich die extra nochmal hoch. Ich muss jetzt erstmal die Folge finden, wo wir jetzt hier gerade stecken. Da hat der irgendwas mit einer Hosenträger hatte da an. Ah, okay. Echt? Ja. Da müsst ihr nochmal genau nachgucken. Aber ist ja erstmal nicht relevant. Maya, mir geht's gut, wie geht's dir? Ja. Jetzt kann ich aber mein Skin wieder machen hier. Zack. So. Ich habe meinen ja auch seit Anfang an. Ich habe den nie geändert. Außer mal den Delfin habe ich mal zwischendurch mal gehabt, aber nur zum Spaß. Aber hauptsächlich habe ich immer mit dem hier gespielt. Ja. Was gibt's da noch so für wichtige Folgen, die man jetzt erwähnen muss? Badewanne, genau, ich habe ja nachher mein Häuschen gebaut, mein Haupthäuschen, was ja da hinten steht. Das brauchen wir uns nicht unbedingt angucken, das ist nicht sehenswert. Oh, jetzt regnet das schon wieder. Ey, jetzt. So. Dave dekoriert den Weg zum Haus, wie man unter Wasser baut. Hat Jay ja mal erklärt, wie man unter Wasser baut, weil er ja hier auch gerade bei war. Das wollte jemand aus dem Chat wissen. War das nicht Nazat? Nee. Dann. Genau, Nazat hat es erklärt, ne? Genau, bei Nazats Haus haben wir es erklärt. Der war nämlich glaube auch am Anfang nicht da, wo Nazat dazu gestoßen ist. Ja, richtig. Nazat war ja nachher auch dazu gestoßen, hat ja sein Häuschen im Wasser gebaut. Da können wir jetzt mal hingehen, dann können wir mein Häuschen auch nochmal sehen. Und Ragel hat währenddessen ja sein Häuschen, glaube ich, gebaut, ne? Richtig, Spargel? Das bis jetzt noch nicht fertig ist. Na doch, von außen ist schon mal fertig. Aber ich meine, ja, du hast, glaube ich, während der Zeit, während ich mein Haus gebaut und Nazat sein Haus, hast du deins gebaut, oder? Sehe ich das richtig? Ich glaube, ich habe meins gebaut, während du bei dir schon beim Einrichten warst. Okay. Deins war, glaube ich, schon fertig. Ja. Ach ja, ich hatte mit meinem Haus angefangen und du hattest währenddessen oben angefangen, den Berg da abzutragen, oben. Richtig, genau. Und dann hast du ja umentschieden und hast dann hier unten angefangen irgendwann. Richtig, mein Häuschen, was immer noch nicht fertig ist, was noch keinen Garten hat. Innenausstattung bin ich auch noch nicht ganz so zufrieden. Und hier hinten halt ein Ersatzhäuschen. Was richtig geil aussieht eigentlich. Ja, sieht echt gut aus, ja. Raketenabschlussstation. Der hat halt sein Häuschen fertig gebaut, kam danach auch nicht mehr wieder. Ich hatte ihn dann immer in den nächsten Streams nochmal angeschrieben. Aber er hat dann immer was anderes gespielt. Auf jeden Fall ein schönes Häuschen geworden. Auch Ragels Häuschen da, passt echt gut hin. Den See müssen wir mal gucken, ob wir den irgendwann mal zumachen. Können wir mal irgendwas anderes Großes hier vielleicht hinbauen? Also, nicht wahr? Sonst fällt man hier noch rein. Naja, richtig. Also auf nicht das da drin. Ja, ist der tief? Ja, das ist tief. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Mal schauen, was wir hier noch Schönes bauen. Wie wir Eier gesucht haben. Und keine Eier hatten, immer Hühner nachgezüchtet und das ging immer nicht. Oh ja, wir hatten immer Hühner gezüchtet, da hatte ich hinten so klein zwei Hühnchen da extra hingemacht. Und dann war hier die ganze Kiste bei Nazat einfach voll mit Eiern, ey. Das war eklig. Ist das bestimmt wieder voll.
Das ist bestimmt wieder voll. Ja, wahrscheinlich. Ja, nicht ganz. Dann gab es hier hinten ja die unsterbliche Spinne. Kennst du die noch, Ragel? Hinter meinem Häuschen? Ja, die kenne ich auch noch. Ja. Da konnten wir tausendmal drauf einschlagen. Die hat einfach gar nichts gemacht. Die hat nur ein bisschen gezappelt. Die war auch sehr lustig. Und dann kam mir die erste Mal die Frage auf, ob ich nicht mal Facecam nutzen möchte. Und dann hatte ich ja ein bisschen stärker drüber nachgedacht. Dann habe ich ja die Facecam, die ist erst mal eingeführt in GTA. Und dann später dann hier in Minecraft auch. So, was haben wir denn hier? Fast volles Haus. Stimmt, einmal waren wir sogar 8 Leute, ne? Oder mehr, 2 Streams oder so, waren wir einmal komplett voll, ne? Auf der Welt hier. Ich glaube ja. Da waren alles dabei. King und Anne waren dabei. King, Anne, Manu, wir waren alle eigentlich hier. Die meisten, die sonst immer dabei waren. NASA-Läufer vielleicht, glaube ich, auch nochmal mit dabei. Und ja, dann war das nachher fertig hier. Was haben wir hier? Die Perlenjäger, genau. 144, Folge 144 haben wir so langsam angefangen, auch die Enderperlen zu farmen, damit wir dann... Ja. Paul, wie siehst du damit aus? Ja, hoch. Falsch. Ich bin fett. Ab nach Springfield mit dir. Dann haben wir, genau, haben wir langsam angefangen, hier alles, die Dinger zu farmen, die Enderaugen, damit wir das Portal finden können, das Enderportal. Weil wir zur 200. Folge dann planen wollten, den Enderdrachen zu besiegen. Was kam dazwischen noch für schöne Folgen? Ich guck gerade mal durch. Mein Gott, wie die Zeit vergeht, ey. Triple Kill. Ja, so, Restaurantbau. Genau. Restaurantbau kam noch, genau. Rettet den Dave, da waren wir auch noch mal am Nether. Da war ich nachher alleine, ihr seid beide irgendwie gestorben. Oder? Aber hier, guck mal, Prim und Anne kamen erst zu 150, also war fast volles Haus, nicht mit Prim und Anne. Stimmt. Da waren wir 5, Manu, Yannick vielleicht noch, Nazat. Nazat? Und 2 Gäste. Vielleicht noch 2 Gäste? Ich weiß es nicht. Ich überlege gerade. Also haben ein Gast war auf jeden Fall mal da. Das komische mit der quiekigen Stimme da. Ja, stimmt, das könnte der Stream gewesen sein. Ah, ja. Der das Haus gebaut hat an meinem Berg. Ja, genau, stimmt. Ja, das könnte sein. Nein. Oh, shit. Ja, und einmal das angefangen Ding da, was glaube ich hinter Blazy stand. Irgendjemand ist hier unsichtbar. Ja. Oh! Der Controller. Meine Maus. Nee. Controller kaputt. Oh, und ich bin ihn die ganze Zeit am Suchen. Au. Da hast du ihn. Blazy! Da war er. Welche Folge war das? Irgendjemand hat mich auch mal unsichtbar erschrocken. Nazat war das, oder? Das war Nazat, ja. Ja. Da läuft er. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Au, ey. Da war er. Das war ich, glaube ich. Da ist er. Autsch. Blazy! Wie lange geht das okay, noch? Scheiße, noch 6 Minuten. Na super. Scheiße. Die nächsten 6 Minuten müssen wir ohne Blazy auskommen. Ja, dann waren wir nachher zwischendurch nochmal am Nether, haben nochmal ein bisschen... Action gehabt da. Da war ich alleine, da mussten die beiden nochmal kommen, mich retten. Dann war JR irgendwie in Gefahr. Genau, da wurdest du irgendwie von, hast eine Lore angegriffen, von hinten kam ein Wizard-Skelett. Wo ich dann volles Risiko reinjumpen musste in der Gefahr, dich zu töten. Aber haben wir Gott sei Dank hingekriegt. Und in der 163. Folge sind wir dann nachher losgegangen und haben das Enderportal aktiviert schon mal. Hallo? Ja. Hallo? Hi. In der 163. haben wir das Portal aktiviert. Au. Richtig? Wie viele Perlen haben wir gebraucht, Augen, um es zu finden? Weißt du noch? Zu finden? Das weiß ich nicht, 4 oder so? 3, 4? Das waren ganz wenige eigentlich. Da haben wir richtig Glück eigentlich. Okay, das weiß ich nicht mehr. Dass es direkt hier auch bei uns in der Nähe war, ne? Ja, du hast ja dann immer geworfen. Bei mir sind sie immer kaputt gegangen, das weiß ich auch noch. Ja, genau. Das Alter. Ich bin vergiftet. Und dann war ja der... Alter, Leute! Ich bin vergiftet. Ja, ihr merkt das schon. Dann war ja der heiße Sommer, könnt ihr euch noch dran erinnern, wo das so heiß war. So mega warm und so. Oh, ekelhaft. Und dann konnte ich ja nicht streamen, nix. Ich wollte unbedingt streamen, das war so heiß. Und du kannst dann, ich kann ja nicht mit offenem Fenster hier streamen, weil der Verkehr dann zu laut ist. Das war so ekelhaft. Und dann habe ich ja danach das Hitze-Spezial gemacht und die ersten 4 Texturen-Spezials. Dann auf alles auf Anfang, wo ich dann nochmal durch die Welt hier gerannt bin, wo nichts steht. Auch ganz interessant. Dann hat es auch echt lange, da habe ich noch die ganze Zeit die Katze gesucht, die habe ich ja dann gezähmt endlich mal nach ewigen Folgen. Bin dann hierher geschwommen, dann war die Katze weg.
Zauber hatte. Und dann konnten wir endlich wieder streamen und haben das Restaurant weitergemacht. Und da hat Mojo ja die meisten Ideen geliefert. Nudel war noch drin, sagt der Mojo. Ja, Nudel war mal drin. Aber ich weiß nicht, bis heute nicht, was die wirklich gemacht hat. Die hat sich irgendwie in die Erde gegraben, mehr weiß ich nicht. Weiß das einer von euch? Die hat sich da ein Haus gebaut eigentlich. Ja, war Haus? Das nicht die, paar die 10 Steine oder sowas hinter deinem Haus oder sowas? Nee, das war hier ein richtiges Loch. Ja, ein Loch. Aber das war kein Haus. Ein richtiges Loch. Das war hier unten, hatte sie so ein, hat sie so eine Höhle gebaut. Unter dem Restaurant war das. Hier unten, ne? Ja, hier war das irgendwo, ja. Ja, hier wo ich bin. Hier wo ich bin. Ja, toll. Hier wo die Kakaobohnen fliegen. Hier. Ja. Ja, hier hat sie sich irgendwie reingegraben. Ich weiß nicht, was da unten ist. Muss ja irgendwo noch Pflasterstein sein. Ich hab keine Spitzhacke und nix. Buddelt mal weiter. Jetzt buddelt alles auf. Ach da. Ich das bloß zwischendrin, ja. Sandstein. Hä? Nein, ist wohl nicht nee, da. Das muss Pflasterstein sein. Das war doch da. Normal hätte man es ja finden müssen, wo man hier die Erde, den Sand durch die Erde. Wir hatten das gefunden, wie wir das Restaurant gebaut haben. Ich glaube, das war hier irgendwo. Auf, das Restaurant auf. Ja. Ich habe eine Schere. Und in der Folge, wo wir dann das Restaurant ja auch fertig gemacht haben, hat Jaya ja schon seinen Aussichtsturm fertig gehabt. Ne? Da waren wir ja. Haben wir am Ende des Streams haben wir uns den ja noch angeguckt, da sind wir da oben hochgegangen. Das weiß ich auch noch. Ach, ja. Ja, dann kam eigentlich nachher dann relativ schnell die Folge 200, wo wir den Enderdrachen ja relativ schnell besiegt haben. Ich habe gedacht, das wird echt schwierig, aber irgendwie war das mehr als nur einfach. Easy. Ja. Und dann weiß ich noch, wollte ich die schönen XP einsammeln, die von oben kommen, auf einmal stehe ich direkt auf dem Portal und spawn wieder zurück. Ja. Spargel ja auch und Shea hat die meisten Level nachher gehabt. Wem hast du noch irgendjemanden was verzaubert? Irgendwem hatte ich was verzaubert. Ich hatte 67 Level, irgendwas hatte ich für mich und für noch irgendwen hatte ich was. Ja. Ja, du wolltest mir erst was verzaubern, aber ich brauchte eigentlich dann nichts. Ich glaube, du hast mir was verzaubert, wo ich was verloren hatte, oder? Ich bin mir da auch nicht sicher. Kann sein. Keine Ahnung. Und danach war ich ja mit Blazy nochmal am Portal und dann oder im End und dann haben wir nochmal das Ei abgebaut und haben es dann zur Stammzuschauerwand gebracht. Richtig. Das war eine coole Arbeit. Ist ja 202, Mission Drachenei. Ja, richtig, genau. Und irgendwann hatte ich dann auch nochmal gestreamt, wo es so heiß war. Weil der eine Streamer, die eine Folge hieß irgendwie heißer Stream hier, 221. Und da hatte ich ja mit der alten Fabrik angefangen, so langsam schon, die auszuheben. Beten wir jetzt den Baum an. Split End Bunch ist das. Heißer Stream. Ja, genau. Und dann haben wir die Mühle gebaut. Manu hat Mojo World gebaut. Jaya hat mit seiner Bergputze angefangen. Was ist hier noch alles passiert? Paul war die ganze Zeit eigentlich nur am Schienenbauen. Hä? Ja, steht eigentlich noch der Dave-Stadion da hinten oder was das sein soll? Ja, das Stadion, das steht da noch, ja genau. Das Delfinarium, wo Dave Best oben dran steht. Das ja, steht ja auch noch. Delfin war. Genau. Wo ich Kunststück hier machen musste. Ja. Und dann hatte ich ja irgendwann früh um morgens um 3 oder 4 habe ich ja mit Jay auch nochmal gestreamt gehabt. Das war auch ein toller Stream, wo wir all die ganzen Sand dahin abgetragen haben und mit Erde vollgefüllt haben. Das war krass. Und was für Themen wir hatten. Erste Liebe, Narben, Araucaria, Araucana. Über Suizid haben wir gesprochen. Über YouTube haben wir gesprochen. Über Kindererziehung. Und ich habe noch Stifl ein schönes Schlaflied gesungen. Stifla fick die Schaf. Stifla fick die Schaf. Richtig. Das war das Schlaflied für den Stifler. Ja. Dann kam das Logo. Dann war ja die Umfrage nachher mit dem Mühlenrad, weil wir uns ja überhaupt nicht sicher waren, was da jetzt auch schön steht. Schön von Blazy geklaut, das Mühlenrad. Wo ist Blazy eigentlich? Ich sehe ihn immer noch nicht. Blazy, nimm was in die Hand. Nimm was in die Hand. Nimm was Auffälliges in die Hand. Der Rasen ist auch grün. Ja, so ist schön. Genau, wir hatten ja auch noch den Sammelstream, sagte Mojo auch gerade. Wir hatten ja einmal richtig viel Mangel. Sogar an Cobblestone-Mangel hatten wir, Kohlemangel, Eisenmangel, Holzmangel, an allem hatten wir Mangel. Und haben bin dann ich ja. Da? Ja.
Und hatten dann zweimal einen Sammelstream gestartet, am Freitag und am Samstag. Irgendwie freitags hatten wir 9 Stunden und am Samstag dann 8 Stunden und durchgefarmt ohne Ende. Da haben wir das Spargels Jugendsünde noch aufgedeckt, ne? Das habe ich aufgedeckt? Ne, die Kohle war da vorher schon. Deine ganzen Jugendsünde haben wir dann aufgedeckt im Sammelstream, weißt du noch? Da war ich Holzkloppen, das weiß ich. Über irgendwas haben wir noch geredet, was du in der Schule gemacht hast. Ja, richtig, richtig. Leider gibt es diese Folgen ja nicht auf YouTube, das ist ja alles nur im Stream passiert. Und die gibt es auch nicht mehr, die Streams leider. Und ich werde das jetzt auch nicht nochmal erzählen. Spargel. Erzähl mal Spargel. Erzähl mal. Nee, das ist zu. Das ist zu geheim. Zu geheim. Nein, dann kommen eigentlich schon die letzten beiden Streams. Die legendäre Priesterfolge 291, die werde ich nie wieder vergessen. Ne, Paul? Naja. Ja. Das tut gelacht. Ja, Priester aus mir. Ja, jetzt sind wir alle Folgen eigentlich mal so ein bisschen durchgegangen. Was wir uns jetzt noch nicht angeguckt hatten, war eigentlich hier, waren wir überall jetzt hier im Dorf. Wir können ja nochmal zu, nach Manowold drüben gehen. Das auch noch und mal. Vorher kam auch der blöde Kobold. Der war auch noch in da. In der Bar war ich auch nicht. Ja. In der Bar war Paul auch schon langsam wütend wurde. Ja, Alter, das ist ja nur ein scheiß Vieh da, ey. Der Kobold, der blöde Pisser. Ach, in die Bar wollte ich nicht mehr. Ich weiß noch, irgendein Stream waren wir hier drin und haben noch einen gesoffen. Zum Abschluss. Ja, irgendeine Verabschiedung, genau. Alter, der Billardtisch. Da war ich Barkeeper und alle haben sich hier auf die. Oh, raus hier, raus hier. Jaya möchte hier wieder klappern. Juhu. Oh. Alter. Nein, aber eine sehr schöne Bar. Die müssen wir öfter auf jeden Fall mal nutzen. Da müssen wir noch ein Dings hinstellen. Was denn? Ein Braustand muss ich noch hinstellen. Braustand ja. Und. Ja, jetzt haben wir sowas. Und so ein blödes Vieh. Ach ja, genau, so ein Dorfbewohner, genau. So. Stimmt, eine Jukebox muss hier auch noch rein. Ja. Dorfbewohner, Jukebox, genau. Siehst du hier so eine. Guck Eisen mal, hier passt eine Jukebox noch hin, schön in der Ecke. Ein Eisengolem hier als Barkeeper. Ne, kannst du gleich Dorfbewohner nehmen. Ist doch cool. Ah. Everybody dance now. Oh, Bier hat's noch. Ach ja, Manu, schönes Alcatraz, hatten wir keine anderen Rohstoffe. Außer Cobblestone. Also an Manu World kannst du richtig schön veranschaulichen, welchen Rohstoff wir wann hatten. Genau. Kannst du genau gucken. Und was zu der Zeit ist. Hatten wir einigermaßen gut Holz, ist dann aber auch ausgegangen, wie man ja auch sieht. Oh, auf Mann. Jeden Fall würde ich sagen, wir gehen mal hier vorne, hier sind so ein paar Bäumchen. Ach, warte mal, ich muss was holen. Oder hat Manu sowas hier? Bestimmt. Ich brauche ein Netherrack und ein Feuerzeug. Und ein bisschen Cobblestone vielleicht. Och, Alter. Na, Feuerzeug, nee, kann man nicht bauen. Ich hab nix. Ich suche mal einfach hier ein bisschen. Vielleicht finden mein wir Gott, was. Die Gänge sind viel zu eng. Sebastiano 3, Hallöchen, herzlich willkommen im Stream. Grüß dich, wie geht's? Ich hab Diamanten gefunden. Lass uns ihn ausrauben. Sein. Irgendwo muss ein Netherrack sein, oder? Hier, Paul, hast du eine Spitzhacke? Oder hat irgendjemand eine Spitzhacke von euch? Nö, man ist doch weg. Blazy, ja, sorry, komm mal her. Komm mal her. Guck hier. Wo bist du? Hinter dir, ach, da. Bau mal einfach einen ab. Ich hab du einen. Hast die Hacke. Ach, du hast. Gut. Ich hab einen. Und ein Feuerzeug? Nee, meine gestorben. Ich hab das Drive. Ein bisschen Cobblestone. Ach ne, du brauchst einen Feuerstein. Feuerstein und Eisen. Ich hab Kies. Können wir abbauen. Ja, pack mal hin. Ich hab eine Möhre. Hat einer ein Eisenstückchen irgendwo? Ach, hier ist auch nichts. Nö. Ich. Kann ich auch mal kurz reingehen hier? Delfinarium. Ich glaube, hier war ich noch nie drin. Nee. Bist du? Glaub ich. Guck hier, Eisen. Von außen mal. Ein Eisenstückchen, ja, richtig. Nee, Sebastiano, leider nicht. Wir gucken uns die Welt hier nur an und gehen mal die letzten 300 Folgen so ein bisschen durch, was hier so passiert ist auf der Welt. Ich hab. Aus dem Abbau. Du hast beides schon. Lass stehen, ist ja eh egal. Freiwillig. Ich hab schon alles jetzt.
Blazy? Blazy? Blazy ist erstmal rausgeflogen. Ah. Mit Zocken, Mojo. Ein Schaf. Töten. Nein, ich habe ein grünes Schaf gemacht. War das jetzt ein Netherrack, JR? Hab ich noch. Gibst du mir das mal bitte? Hast noch Knochenpulver? Oh, aber. Danke. So, kann man einer Blazy nochmal einladen? Nein, ich wurde getötet. Ich lade Blazy in die Welt. Ich mache euch trotzdem mal zum Mods hier. Ich lade eine Party. Ach, da ist er schon wieder. Blazy? Ist er in der Welt schon drin? Bei mir wird nicht angezeigt. Bei mir auch nicht. Blazy? Blazy? Bei mir ist er beigetreten jetzt. Blinkt die ganze Zeit. Moin. Und du hast mega Bambus gerade wieder, Jay, aber mir irgendwie. Moin, Blazy. Hm. So. Naja, Blazy soll noch blinken. Ah, jetzt nicht mehr. Jetzt hat's aufgehört zu blinken. Jetzt ist er bei mir raus. Blazy? Hier ist er noch hier drin. Ich bin da. Moin. Ah, da. Hi. Aber da, guck mal, wenn ich in der Party gucke, ist wieder so ein komisches Zeichen über seinen Lautsprecher. Das war bei mir vorhin auch bei Jay, ja. So, Leute. Kommt mal her. Machen wir noch die richtige Stimmung hier. In Richtung Wasserrutsche. Oh nee, ne? Geil. So, sucht euch einen Stein aus, setzt euch hin. Da steht auch mal hinten. Brauchen wir noch Blazy? Wo seid ihr denn? Hier, wo wir sind? Nicht auf Wasserrutsche. Geh mal Richtung Lava. Da, wo das große Schiff ist hier. One Piece Schiff. Okay. Ja. Das Zeichen hätte auch besser machen können, ey. Gott. Denkt ans Lagerfeuer. Ja. Denkt ans Lagerfeuerlied. Weiter, Ragel! Das. Guck mal, ich weiß keine Ahnung. Das L-A-W-A. Das ist SpongeBob, ich mit den Scheiße. L-A-G-E. Guck mal, ich brate noch ein Steak hier. Irgendwie so. Ja, brate doch immer ein Steak. Ich brate mir einen Baum. Ich nehme die Farbe, schmeiß die Farbe da rein. Ja, Mojo, wir machen jetzt eine verbotene Zeremonie. Voodoo. Ich warte, ich Gott. Hi, Blazy. Spargel, kannst du. Ah, bist auf dem Platz. Moin. So, ich habe gedacht, wir machen mal ein kleines Lagerfeuer, um uns noch mal ein bisschen zurück zu erinnern an unsere Zeit. Und jeder hat jetzt einfach mal ein bisschen Zeit, um ein bisschen was zu erzählen, was er loswerden möchte, an was er sich so erinnern kann an bei diesem Projekt, was ihn am meisten Spaß macht, was er vielleicht verbessern würde sogar an dem Projekt, was sein bester Moment war in dem Spiel hier, in dem ganzen Let's Stream. Ja. Fangen wir doch einmal mal zu meiner Linken an, im Uhrzeigersinn, Paul, komm zurück. Spargel. Du hast. Also, die was erste ich gleich vorweg sagen muss, verbessern muss man hier gar nichts. Das ist alles perfekt, so wie ich das finde hier. Und was mir wirklich am besten gefallen hat, war natürlich unser legendärer Lachflash mit der Kontrollhaus-Bebauung. Ja. Ja, aber ansonsten alles immer prima. Man freut sich immer wieder, wenn es losgeht, und wenn es zu Ende ist, sind wir alle immer traurig. Warten dann schon wieder auf das nächste Mal. Ja, eigentlich. Sonst war es das soweit. Was hast du noch so vor in der Welt? Hast du noch irgendwie ein Projekt, was du gerne noch bauen möchtest für dich hier? Also was ich jetzt auf jeden Fall noch machen muss, ist immer mein Haus fertigstellen. Und dann werden wir schauen, was mir dann noch so einfällt. Also ich muss meins ja noch innen drin einrichten und schön fertig machen und dann mal gucken. Alles klar. Falls du noch was einfällst, kannst du nachher nochmal sagen. Dann kann der Paul erstmal weitermachen. Paul. Ja, da stimme ich Spargel zu. Hier muss gar nichts verändert werden. Also verbessern, ja, nix. Also, ist alles cool, wie es ist? Es ist und bleibt alles cool. Ich würde hier nichts verbessern, ändern oder sonst irgendwas. Alles klar. Ich kann nichts dazu sagen. Also, es macht immer Spaß. Und spontan Sachen sind immer die besten Sachen. Immer wenn nicht so geplante Sachen. Wenn was Spontanes passiert, ist es immer lustig und ja. Naja. Was sind denn deine besten Momente oder was kannst du dich an was erinnerst du dich gern zurück? Oder fällt dir eine spezielle Folge ein, an die du dich erinnern kannst?
Ich krieg den blöden Kobold nicht aus meinem Kopf. Träumst du nachts von den Kobold? So ungefähr. Nein, aber ich erinnere mich eigentlich an alle Folgen, die ich dabei war, eigentlich immer gerne zurück. Also es okay. gibt keine bestimmte Folge. Alle Folgen sind cool, alle Folgen haben ihr gewisses Etwas. Und ja, hoffe, dass noch weitere tausende Folgen. Tausende! Ja, hoffe ich alles doch. Klar, mal schauen. Ja. Wenn wir weiter so machen, haben wir das schon erreicht. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Es soll so bleiben, wie es ist. Alles ist cool. Tja. Also ich finde es auf jeden Fall schön, dass wir es geschafft haben, so ein Format auf die Beine zu stellen, vor allem du, dass du uns mit ins Boot geholt hast, dass wir das zusammen machen können. Dass wir es uns jedes Mal Bescheid gibst, wenn du vorhast, Stream zu machen, dass du mit uns spielen möchtest. Verbesserungsvorschläge, ich denke mal, jeder hat so seine ein, zwei Vorschläge, die man machen kann, machen könnte. Aber das ist jedem selbst überlassen. Jeder hat seinen kleinen Bereich hier in der Welt. Willst du, dass du das weiter kommentieren? Nein. Okay. Also, was kommt so fürs... Ja, Paul, erzähl. Nein. Red ruhig weiter. Erzähl, ja, bitte was? Nein, ich wollte eigentlich nur sagen, komm, mach mal den Regen weg. Es sieht so traurig aus, so düstere Stimmung, so. Alle Zählen so geschwollen, als wenn das die allerletzte Folge wäre. Nee, das ist nicht die letzte Folge. Fängt gerade erst richtig an. Wir stehen vor Folge, Folge 300. Das hört sich an, als wenn wir einen Abschied nehmen würden, ey. Hör auf. Ja, so schön, so schön. So. Ich weine gleich. Ich weine. Oh. Everybody dance now. Aber ich wollte den JR nicht unterbrechen. Bitte fahre fort. Ist auch Spaß bei dir. Bin ich schon gewohnt. Ich finde es halt auch toll, dass wir uns gegenseitig halt auf die Schippe nehmen können und verarschen gegenseitig und dass wir uns gegenseitig gleich an die Krähe drehen, ne, Paul? Verschwinde! tolle Momente hatten wir durchaus sehr viele. Woran ich gern zurückdenke, ist, dass Frauen anfangen zu weinen, wenn Janis sich auszieht. Und noch viele andere und dass wir noch viele tolle weitere Geschichten haben werden. Und jetzt lasse ich Blazy mal erzählen. Blazy. Warum er nicht entstanden? Der Blazy ist der stille Blazy, der hat gar nichts zu sagen. Doch, Alter, Blazy, was zu sagen. Nee, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Diese Welt ist einfach so krass. Also gut, ich fange an beim Anfang. Nee, es ist einfach, es ist genial. Es ist einfach genial. Es macht Spaß. Ich bin das erste Mal so mit so ein paar Jungs unterwegs online. Für mich ist einfach alles neu und alles cool. Ganz geil. Und ich bin echt froh, dass ich dabei sein darf. Und keine Ahnung. Einfach alles geil. Hast du eine spezielle Folge Dankeschön. Oder irgendeinen speziellen Moment aus dem ganzen Netzwerk, wo du dabei es bist? Es gibt so viel, weil für mich ist ja alles neu gewesen. Ich habe das erste Mal einen Zombie gesehen, das erste Mal einen Spawner gesehen. Für mich war alles neu und alles cool und keine Ahnung. War einfach. Ah, sehr schön. Dave, von deinem liebsten Moment oder deine Lieblingsfolge von Let's Read Minecraft, von deinem großen Projekt? Jetzt kommen wir an. Moin! Ragel! Paul! Hi, JR! Hallo, Daisy! Moin! Ich erwarte, dass dich mal fragt. Nee, klar. Okay. Es gibt immer so eine herausstechende Momente in dem ganzen Projekt, die natürlich besonders sind, die einfach so passieren. Die kannst du nicht planen, das weißt du vorher nicht, was passiert. Das sind solche Momente, wo ich einen Spargel auf einmal Lachanfall kriege, wie so ein blöden Kontrollhaus, weil wir das nicht gebacken kriegen. Ja. Also es ist schön, dass man dann drüber lachen kann. Oder so ein Moment wie mit dem Priester oder mit dem Kobold. Das sind so Momente, die passieren dann einfach. Die kannst du nicht beeinflussen. Und die sind die schönsten Momente eigentlich in dem ganzen Projekt. Wobei alles schön ist eigentlich. Das ganze Zocken mit den ganzen Leuten, die hier immer mit dabei sind. Das ist einfach das Geile daran. Und dann noch zusammen mit Leuten, die im Chat dabei sind, so wie der Mojo zum Beispiel, die sich dann auch mit dran beteiligen und durch die man dann auch gute Gespräche hat.
Das sind einfach die schönen Momente. Jeder einzelne Moment ist eigentlich schön. Natürlich gibt es auch manchmal so Tiefpunkte wie letztens im Stream, wo ich dann die Bibliothek bauen wollte und keine Kreativität, dann geht die Laune auch mal ein bisschen runter, klar, aber trotzdem, die meisten Momente sind eigentlich total schön und machen Spaß und das Schöne ist eigentlich das Together daran, dass man alles zusammen macht, man ist zusammen auf der Welt, man schnackt, man macht Quatsch, man baut irgendwas zusammen oder auch alleine und guckt sich im Endeffekt alles nochmal an. Das ist auch das Spannende für mich immer, wenn ich dann an meinem Projekt baue und dann nochmal rumgehe und mir alles angucke. Ist halt so wie so ein Dave zu Besuch hier im Livestream einfach nochmal. Und die Welt, die dadurch einfach entsteht, wie die so groß geworden ist, wie das klein angefangen hat mit dem kleinen Berglöchlein da und jetzt so riesig geworden ist und den Berg man gar nicht, wie man den Berg gar nicht mehr sieht von hinten, von der Baumschule aus zum Beispiel. Und sieht auch echt super aus. Man fühlt sich wohl. Ja? Genau das wollte ich sagen. Gibt es denn noch etwas, was du speziell in der Welt umsetzen möchtest, für dich persönlich oder als Großprojekt für uns alle? Was du dir sagst, so das muss hier noch stehen und dann nicht zu verbringen. Ich habe da noch so einige Dinge im Kopf, die ich noch machen möchte auf der Welt, auf jeden Fall. Ich aber nicht unbedingt immer direkt verraten möchte, weil das dann halt ein bisschen spannender ist, was als nächstes so kommt. Ich behalte mir die im Hinterkopf. Aber ich habe auf jeden Fall die Idee, worüber ich auch schon mal mit dir zum Beispiel gesprochen habe, dass wir alle mal zusammen ein Projekt bauen. Alles zusammen, an einem Projekt. Das könnte total im Chaos enden, aber das könnte auch total schön werden. Und dass wir alle mal einfach total hundertprozentig lustig. Das wird auf jeden Fall zu hundertprozentig lustig, genau. Weil wenn man alleine irgendwie was baut, dann passieren nicht so viele lustige Momente meistens. Natürlich, wir quatschen auch nebenbei und haben lustige Momente, klar, aber das meiste Lustige passiert, wenn man halt einfach zusammen was macht. Haben wir ja gemerkt, zum Beispiel mit dem Priester, wo wir da zusammen rumgewerkelt haben, ne? Und da ist ein bisschen was schief gegangen. Der eine holt ihn, der andere schubst ihn zurück, der andere bringt ihn wieder zurück, der andere schubst ihn wieder zurück. Richtig. Und das wird auf jeden Fall lustig. Ne, und dieses Let's Stream-Projekt ist einfach das Schöne, wenn immer wieder ein neuer Stream so ansteht, dann weiß man, jetzt dann kommt man wieder zusammen, jetzt trifft man sich hier wieder in der Welt, so, das weiß ich nicht. Das ist wie so ein schönes Ritual, was man dann alle paar Wochen hat, wo man sich hier wieder gemeinsam trifft in der Welt und wieder gemeinsam hier weiterbaut. Und das ist eigentlich immer wunderschön hier. Wunderschön, schön. Und da kann ich euch einfach auch nur total danken, weil ihr sagt immer danke, dass ich dabei sein kann und ich muss euch eigentlich danken, dass ihr dabei seid. Weil es ist nicht selbstverständlich, dass ihr jedes Mal mitmacht und ich sage euch Bescheid, ja, ich kann jetzt hier den und den Tag streamen und ihr nehmt euch Zeit dafür. Der Blazy hat schon mal mir erzählt, dass er sich jeden Tag freinehmen wollte von der Arbeit, um mitzuzocken, what the fuck. Da muss ich euch danken, ganz ehrlich, echt. Da habt ihr mir überhaupt nicht zu danken. Ich freue mich immer wieder, wenn ihr mit dabei seid. Und das ist echt eine tolle Truppe. Jetzt wird's traurig, jetzt heult der Paul gleich. Der Himmel weint. Ist nicht mehr. Nee, wie gesagt, ich freue mich echt, dass ihr dabei seid. Wir sind eine lustige Truppe. Wir verstehen uns, wir kennen uns. Wir wissen, wie wir mit den anderen umgehen können. Wir können Späße miteinander machen, wie Jay ja schon gesagt hat. Und das ist das Schöne daran. Und ich hoffe, dass das Projekt auf jeden Fall weitergeht. Jetzt sind wir kurz vor Folge 300. Und ich hoffe, dass das Projekt noch lange, lange geht. Nicht unbedingt auf dieser Welt, weil irgendwann, wie gesagt, kann es sein, dass es neue Biome gibt und die wollen wir natürlich auch erforschen und mit vielleicht was komplett Neues bauen. Oh, Mojo schreibt Dave Army. Mojo, hör auf damit. Was schreibt der? Dave Army. Ich finde das cool. Nee, aber auch wenn es mal eine neue Staffel gibt, dann fangen wir wieder komplett bei Null an. Und dann fängt es nicht so an, dass ich allein in dieser Welt stehe, dann fängt es damit an, dass wir zusammen auf dieser Welt stehen und uns einen Platz suchen. Und das ist noch viel schöner. Also ich hätte mal richtig Bock, eine große, richtige Stadt zu bauen. Da hätte ich mal richtig Bock drauf. Ja. Und das ist natürlich schwierig im Survival-Modus. So. Ich meine jetzt nichts gegen Manu oder sowas, ne? Aber das soll dann schon wieder nebensächlich sein. Weil so, nein, es hat nichts mit denen. Also manche so, nichts gegen den. Aber das Gebilde hätte ich bei so einer riesigen Stadt, dann hätte er da nichts verloren. Ja, klar. Eine große Stadt baust, dann muss das alles ja ineinander greifen. Ja, das meine ich ja. Ich habe mir auch überlegt, falls wir irgendwann nochmal eine neue Welt machen, dass wir das komplett neu strukturieren, dass wir zum Beispiel auch verschiedene Städte haben, nicht nur eine. Wir haben verschiedene Bauwerke, also verschiedene Baustile. Dass wir zum Beispiel ein kleines gemütliches Dörfchen haben, da bauen vielleicht zwei, drei Leute, ich will jetzt ein gemütliches kleines Häuschen bauen, im Wald am besten oder so noch, weißt? Yeah! Das wäre vielleicht so ein Bereich, weißt, und dann ordentlich weiter weg, vielleicht auf einer anderen Karte dann schon wieder, dann ist da ein Stadtprojekt, wo dann welche dran bauen wollen.
Dann baust du einmal ein kleines Projekt für das Dörfchen, dann gehst du mal in die Stadt und baust da weiter, machst da ein großes Hochhaus oder irgendwas, weißt du. Und dann vielleicht so ein Mittelalterbereich noch, der noch ziemlich weit ab ist. Da, wo Manu sich dann austoben könnte, vielleicht, weißt du, dass man da einfach Ja, so richtig. So, sowas fände ich richtig verschiedene geil. Bereiche macht und die kann man dann mit einer U-Bahn zum Beispiel verbinden oder oberirdisch irgendwie mit Wege und so, dass man halt mehrere Bereiche hat. Das hatte ich mir mal so im Kopf schon mal überlegt für eine eventuelle zweite Staffel irgendwann. Aber das kann man noch lange planen, bis es soweit ist. Wer weiß, wann halt die neuen Biome kommen und wie weit wir Nichts hier noch planen, weitermachen wollen. Spontanität. Ja, aber du siehst ja jetzt, dass vieles nicht ineinander übergreift. Auch selbst in unserem Dorf, Natürlich. ja. Das ist auch ein bisschen so ein Natürlich. Durcheinander noch. Gut, das ist noch ein kontrolliertes Durcheinander sozusagen, aber das passt alles auch Es trotzdem nicht alles so ganz ist zusammen. halt Mischmasch, weil wenn du Ja. guckst, einige bauen dann halt so Häuser, die mehr ins 18. Jahrhundert gehen. Wenn du mein Berghaus anguckst, ist dann schon moderne mit den fliegenden Flächen und so weiter. Und da musst du halt gucken, zusammenpassen tut es eventuell nicht ganz, weil es halt hunderte von Jahren dazwischen sind, aber es kann halt eine Stadt sein. Ja, richtig. Ja, wie zum Das Beispiel ist auch unsere Stadt. die Scheune so eher was Ländlicheres, weißt, so aus Janiks Gegend, ja. Und der Meinhaus auch eher so ein moderneres Häuschen. Alles Und klar, oder mein Startpunkt für kleines Season Haus. 2 ist gesetzt. Wie gesagt, bis dahin haben wir noch Zeit, bis die zweite Staffel. Wenn es soweit sein sollte, können wir uns auch nochmal alle zusammensetzen. Nicht jetzt im Stream, aber so in der Party einmal zusammensetzen, können ein paar Ideen austüfteln, wie wir das angehen wollen. So ein bisschen kann man ja halt schon mal planen, dass das all ein bisschen mehr Struktur hat. Und das, was man baut, dann ist dann halt wieder spontan. Da braucht man dann nicht einen Bauplan machen für eine Stadt oder so. Das ergibt sich ja dann alles. Aber da, wie gesagt, wenn es soweit ist, können wir da nochmal drüber reden. Und der Mojo schreibt nochmal einen Kommentar. Ach Leute, ihr seid einfach toll, macht immer Spaß, dabei zu sein oder zuzuschauen. Vielen Dank, Mojo. Vielen Dank, Ronny. Danke, Du Limoji. bist einer, der da am längsten mit Danke. dabei ist von den Zuschauern. Blazy hat ja auch mal als Zuschauer angefangen. Vielleicht bist du auch irgendwann in der Zukunft auch mal mit dabei. Wer weiß, wer weiß. Mojo, du bist schon einer von uns. Ja, eigentlich bist du einer von uns. Im Herzen Eigentlich bist du immer gehört er dabei. schon von uns. Einer von uns. Einer von uns. Eigentlich gehört er auch im Gruppenchat. Ja. Ja, wäre schön, wenn Mojo eine PlayStation hätte. Dann. Aber du bist schon ein Teil von uns. Bist auch Moderator. Du bist so weit. Ich weiß nicht. Du gehörst einfach Ja, dazu. Ohne dich wäre Mojo. das Projekt auch irgendwie anders. Ich glaube, ich fange gleich an Ja. zu weinen, ey. Schau Ja, mal, du hast als Kumpel von Dave angefangen und jetzt kannst du dich eigentlich mit jedem von uns schreibenderweise unterhalten. Du kommst in meine Streams rein, wenn Rare streamt, kommst du da mit rein. Bei Dave, bei Bissi und Paul wäre es bestimmt genauso. Du gehörst zu uns. Das ist nun mal so. richtig. Ob du Und du willst oder kommst nicht. nicht mehr von uns weg. Das liegt auch nur am Namen. Nee, also. Mojo wird hier super reinpassen. Wenn er PlayStation 4 hat, der wird hier super reinpassen. Auf jeden Fall. Und er wird auch mitmachen. Auf jeden Fall. Ja, muss. Vielleicht in Zukunft, Er vielleicht haben wir das Glück, dass Mojo irgendwann mal mit uns zockt. Mal schauen. Ja, mach mal hinne. Und solange es noch nicht so weit ist, freuen wir uns immer wieder, dass du dabei bist. Als Zuschauer, Moderator, was auch immer. Und Jay hat seinen Ach, Stein abgebaut. Ansehenshilfe. Wenn noch irgendjemand was sagen möchte, dann ist jetzt der richtige Moment dafür. Spargel, Paul, Jay, Blazy, vielen Dank, dass ihr heute auch mit dabei wart wieder. Es war mir eine Freude, eine Ehre. Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall und haut raus, was ihr möchtet. Fangt an, redet durcheinander, mir egal. Danke, Everybody dass wir dabei dance sein now! durften. Nein, ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei wart. Verdammt! So langsam reicht's mir mit euch. Wir müssen das Projekt beenden. Das war's. Tschüss, Kaffee. Wir gehen. Auf wieder, tschüss. Haut rein. Euch nie Ciao. wiedersehen. Lasst nicht alle alleine hier. Nein. Das darf doch nicht Du wahr wohnst doch hier, sein. Spargel. Du musst hier bleiben. Na komm, willkommen Ja, zurück. deswegen, ihr dürft nicht mehr gehen. Yukiki, Das sie ist ja schreibt, ich hab meine euch lieb. einzigen Freunde. Yukiki hat euch lieb. Lieb. Ach, Wir haben dich auch lieb, wunderschön. Yukiki. Wann kommst du eigentlich wieder? Du schreibst mir, du kommst in 2 bis 4 Tagen wieder und bist immer noch nicht da. Was los? War schon vor 2 Wochen. Ja, so gefühlt schon. Ja. Blazy macht wieder schön hier alles. Ja, Blazy auch so ein Ja, Perfektionist. muss. Jetzt Lazy hätte ich muss Ethik schön da. machen. Jetzt hätte ich Paul, Ethik, JR, Musik wo im seid ihr? Hintergrund. Weg. Hier.
Weg! Kommt zurück! Ich sehe euch. Wir sind noch nicht fertig mit der Abmoderation. Ich auch. Ja. Wo seid ihr? Ich sehe euch. Ah, jetzt wär die Epic-Musik schön gewesen. Ja, Mojo, ihr Bruder lässt sie nicht spielen. Ja. Der Bruder ist Kevin. Ja. Nein! So, dann stell dir mal. Doch, der Bruder ist Kevin. Habt ihr genug Platz neben mir hier? Oder? Ja. Bleib mal hier in der Mitte stehen einfach. Dann könnt ihr euch positionieren. Wofür? Für die Abmoderation. Ah. Ja. Paul? Auf Wieder... Ja. Ich sehe dich nicht. Der Paul steht ein bisschen weit abseits. Stell dich mal neben Jaya da rechts. Echt? Komm zu mir, Paul. Oh, schöner Screenshot für Thumbnail. Ja, Seite. Oh, schön warm. Oh, perfekt. Das ist schön. Jo. Warte mal, ich mach nochmal schnell hier die ganzen Dinge aus. Dann kann ich nochmal einen richtig schönen Screenshot machen. So. Ich sehe gerade nicht so viel, ich habe den Baum irgendwie. Guck mal alle so, alle, wie ich gucke, in so ein Stückchen nach unten. In die Mitte, oh, so sozusagen. Ja, Jaya, so, ja, so. Paul, noch ein bisschen weiter nach links. Gucken, oder? Ja, weiter in die Mitte, komplett in die Mitte. Können wir noch ein bisschen drehen hier? Noch weiter links, Paul, noch ein bisschen weiter links, noch ein bisschen weiter links. Ja, so ist gut, ein bisschen nach unten noch. Ein kleines Stück nach unten. Jo. Screenshot, das wird das Thumbnail. Zack. Vielen Dank an alle, die uns hier begleiten. Das Dave the Dever Team hat mir mal einer geschrieben. Das Let's Dream Team. Das Let's lange... Dream Team. Let's Dream? Yeah. Vielen Dank. The Last of Minecraft. Vielen Dank, Spargel. Vielen Dank, Blazy. Vielen Dank, JR. Vielen Dank, Paul, vielen Dank, Manu, vielen Dank, King Coach, vielen Dank, Anne, vielen Dank, Yannick, vielen Dank, Nazat, vielen Dank an alle, die drauf waren. Ich glaube, sonst vergesse vielen ich einen, Dank, wenn ich jetzt alle erwähnen möchte. Echt? Und vielen Dank an alle, die uns verfolgen auf Twitch, YouTube, egal wo, egal welcher Kanal von uns. Vielen Dank einfach. Ihr seid geil! Ihr seid die Geilsten. Ha! Geil! Ihr seid die Schönsten. Die tollsten. Everybody Minecraft. Und wir sehen uns auf jeden Fall morgen auf YouTube wieder zur 300. Folge Let's Stream Minecraft. Mal schauen, wie es da weitergeht. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht, was auch immer gerade bei euch für eine Tageszeit ist. Und natürlich an die Leute im Twitch-Chat einen schönen Abend noch und einen schönen Start ins Wochenende. Jo, haut rein, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge, bis zum nächsten Stream. Haut rein, tschüss, Kowski, ciao, ciao. Ciao. Tschüss. 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 Adios. Everybody dance now. Wir müssen mit singen. Ich komme so doof vor. Everybody dance now. Ich kann noch nicht singen. Everybody dance now. Fafti. Oh ja, die III-Folge auch legendär einfach. Labrador. Da waren wir beim hässlichen Raumbein, ne? Ja, ja. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.